Oh, Mast, Mast, frag nicht, frag einfach nicht.
Hallo! Wir sind vielleicht ein bisschen dumm, aber hi! Hi! Na, was macht's denn ihr so? Ich hab's doch noch geschafft und ich hab meinen Bro dabei. Übelste Bro. Zwei Hübschis. Ich hab gesehen, es sind schon ganz viele da, die alle auf mich warten, weil ich einfach immer zu spät bin. Immer zu spät. Moment, ich muss mal hier so Musik und so. Machen wir die mal hier so weg. Wen haben wir denn da? Rudi, hast du schon Leute gesehen? Ich hab eben Leute gesehen. Ich hab noch keine Leute gesehen. Warum bist du wieder so leise? Immer noch. Was? Mensch, ich zieh dich mal auf. Mensch. Volle Fritte? Ich hier ein bisschen schreien. Nö, das Mikro ist aber okay vom Mund weg, glaube ich. You are so leise. To me. Nee, also das ist zu wenig. Ich muss dir einen kleinen Boost geben, wenn du nicht mehr kannst. Oha. Da ist schon ein Verstärker von 5 Dezibel drauf. It is what it is. It is a ganz leise Bro. So, das wollte ich. Try again. Zack, zack, zack. Can you talk? If you talk normally? I talk normally. You talk normally like this? I talk normally like this. Like this? And you don't cry more when you are talking? Kann gut sein, dass ich manchmal vielleicht ein bisschen mehr schreie. Eventuell. Aber ich glaube, es könnte gehen, ne? Ja. Oh, ich denke schon. Und irgendwas stimmt nicht. Weißt du, hau ich hier alles an und dann stimmt irgendwas nicht. Geht mein Modchat nicht. Mensch. Ja. Blindflug, Leute. War eine geile Erfindung, Modchat im Stream Overlay. Geht nicht. Bro. Was gucken Sie so verstört? Ich hatte gerade Musik auf dem Ohr. Mit Louis? So, ich habe Leute gesehen, der Stress ist da. Hallöchen. Und Menschen und so. Ein kleines Hu und Nilmo, hallo, ein Schnuff. Ja, das kleine Hu war ein Schnuff zu spät. Mast war da. Mast hat schon nicht gefragt, wie mein Tag war, das ist auch gut. Und eine gute Nacht gewünscht. Und da oben hat auch schon einer rumgestänkert. Ah nein, gestänkert hat er noch nicht. Hallo, Lost Rider. Floppy. Hat Dinge an- und ausgemacht. Aber mir fehlt da was. Mir fehlt da was ganz Wichtiges. Mir fehlt da was ganz Wichtiges. Das hier nämlich. Das fehlt Ihnen. Meine Mama war auch da, habe ich gesehen. Die sind die Oberlippe. Und die Ringfinger, was machen die? Nein! Ich werde auch in der Basara geklebt. Ach du Kacke. Was? Du hast gerade einen super Shoutout gekriegt. Oha. Und das war dieses Herzteil mit den Fingern. Wie macht man das? Ich krieg das immer noch nicht hin. Vor allem nicht, weil ich mich jetzt in die Finger geschnitten habe heute. Mach die Oberlippe. Was willst du? Jetzt habe ich es auch nicht mehr. Du willst die Oberlippe? Doch, so. Was willst du denn mit der Oberlippe jetzt? Die weg. Okay. Die nach unten. Das ist richtig, ne? Mittelfinger unten. Ja. Und die zwei Zeigefinger machst du wie so ein Pirat, so arr. Machst du so ein und machst aneinander. Ist das okay so? Ja, doch, das kann man gelten lassen. Mhm. Ich habe zu wenig Fingernägel dafür, glaube ich, befürchte ich.
Ja, ich glaube, das kann auch sein. Sie machen immer nur diese Leute, die eigentlich mit ihren 5 cm Fingernägel haben. So ist es. Ja, Leute, das ist mein Bro. Das war mein Bro. Aber ich glaube, ihr kennt alle schon meinen Bro. E-Beams. E-Beams Bro. Der Bro ist ein bisschen verrutscht heute. Deswegen hol dich mal ein bisschen ran, Schätzelein. Nein, ich hol dich. Bleib du mal da sitzen. Ich hol dich hier mit zu mir rüber. Komm, ich den kuscheln. Okay. Du bist einfach hier rübergeholt. Leute, ich bin scheiße müde, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, die Twitch-Clips der Woche von Frisch geschnitten anzuschauen. Ging nicht anders. Ich wollte den Bro-Dienstag schon ausfallen lassen, aber hab dann gesagt, Brody, 20 Was? Uhr. 20 Uhr schaffe ich fast. Hat fast. Super funktioniert. Also um 20 Uhr habe ich hier gesessen und gegessen. Habe ich gefrühstückt. Einen Bauernsalat quasi selbst geschnippelt. Ja. Aha, Salzstangen. Holen Sie sich was zu knabbern. Genau, holen Sie sich was zu knabbern. Wir setzen uns hier hin und schauen jetzt eine halbe Stunde lang Clips. Während wir immer wieder pausieren und nicht pausieren. Rudi. Ich hab voll Bock. Die sind so schön geschnitten. So schön frisch geschnitten. Die sind heute erst rausgekommen, oder? Dann sind die echt frisch. Glaube ich. Die sind voll fresh geschnitten. Fresh. Ach so, du warst woanders. Exciting. Dun, 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 dun. Du, 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 du. She's fresh. Bist du ready? Soll ich draufdrücken? Ich weiß nicht, ob ich ready bin gerade. Ernsthaft? Okay, dann brechen wir ab. Okay, Leute, ciao. War schön mit euch. Ich drück da jetzt drauf. Oh, ich drück da gleich drauf. Jetzt. Zaki. Ja. Zaki. Zaki was? Hühnerkaki. Oha. Oha? Es zerfetzt mir wieder mein Trommelfell. Echt? Das war gut. Ich glaube, das ist gut. Ja, fetzt es Ihnen die Ohren weg? Mhm. Oh, wo sind die Vögel? Da hinten sitzen zwei. Mhm. Oha. No! Oho! Habe ich meinen Bogen eigentlich wieder weggepackt? Nee, ne? Was? Was hat sie getan? Ich habe irgendwas getrunken, Chat. Was habe ich getrunken? Ah, das war nicht gut, glaube ich, oder? Was hat sie denn jetzt getrunken? Heilung. Ich habe noch nie Elden Ring gespielt. Oh nein. Heilung. Und wie mache ich das nochmal beidseitig? Wow. Ach, sie hat gar keine Heilung gebraucht, aber konnte ihn trotzdem trinken, oder was? Ja. Yep. Wie doof ist denn das? Das ist dumm. Was ist das für ein Spiel? Ist das Fortnite? Nein. Geh in diese Richtung. Lass kein Gegner nach Vorsicht. Also, nicht Vorsicht. Ist ja Vorsicht, Da ist kein Gegner, also Vorsicht. Okay. Da ist kein Gegner, Vorsicht. Ballern. Ja. Was ist denn hier los? Das waren nicht die Vögelchen. Nicht mit den Vögelchen schimpfen. Nein, das waren nicht. Nein, das waren die nicht. Das ist einfach so. Nein. Meinst du, die schimpfen? Ist einfach so runtergefallen. Ist einfach so runtergefallen. Was ist denn hier los? Genau das. Die hat nicht mit denen geschimpft, oder? Nee. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Und, oh nein, trinkt er. Oh. Was tut die denn? Kann man die essen? Was ist das? Ich habe bestimmt. Einen Freund. Ich glaube nicht immer, manchmal ja oder manchmal nicht, ne? Ach so, echt? Ja, manchmal sind die auch aus so Mais. Aber die isst man doch, oder? Das sieht aus wie Plastik. Nein? Die lösen sich im Mund auf. Ist das gut? Nein, vielleicht. Schmecken die denn? Ich hab die noch nicht probiert. Aber manche sind so aus Mais oder Reis oder so, glaube ich. Ich dachte, die isst man.
Kann man, sollte man nicht. Warum soll man die essen? Isst man nicht? Cycling? Nein, Cycling? Ist das ihr Mitternachtssnack gewesen immer, ja? Hat sie extra 4 Pakete bestellt, um das wegzusnacken? Maispuffer, da schreibt er. Oft sind es Maispuffer. Ups. Aber ich glaube, in der Farbe... Nee, allein die Farbe hätte mich ein bisschen... Natürlich schon, ja. Ist die Pizza vegan? Ja, ich lebe schon vegan, aber bei Essen mache ich dann schon eine Ausnahme. Gute Pizza muss halt schon sein. Was heißt eigentlich Mercenary? Lebe vegan, aber für Essen mache ich eine Ausnahme. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Das ist eine Mischung aus Secretary und Mercury. Also, das ist, wenn man den Planeten... Also, der Planet, der hat eine eigene Sekretärin, Funkelgeist. Die nennt man dann Mercenary. Gern geschehen, ja. Und das ist sie? Die Sekretärin des Planeten? Oder bist du das? Ja. Bist du das? Nein. Digga! Okay. Tut's jetzt schon wieder? Okay, wie steige ich hier wieder ab? Oh nein. Das scheint eine Taste zu sein, die man sonst oft benutzt, ha? Huh? Ja. Eine Taste zu sein, die man oft benutzt. Warum muss ich denn aber hier... Aber doof, dass man das dann auch trinken kann, wenn man es gar nicht braucht. Warum muss ich mich jetzt schon wieder gerade hinsetzen? Und warum habe ich das nicht über... Hab ich das übersehen? Can I get a... Oh, yeah? Hilfe. Muss ich mich auch gerade hinsetzen? Okay. Bro, can I get a... Oh, yeah? Oh, ja. Ah, hiya. Hallöchen, frisch geschnitten. Was machen Sie denn hier? Machen Sachen, oh Gott. Guten Abend. Guten Abend, wir sind ein bisschen durcheinander heute. Hi. Hat. Franny, was machen Sachen? Hallöchen! No, ihr süßen Süßis. Hi. Und der Strese spammt. Franny raided in der Strese spammt. Hi, Moment, da war jemand anders als der Strese. Hi, du. Das war doch bestimmt Franny, oder? Jesus beschmutzt. Das war Franny, hast du Jesus beschmutzt? Wer hat Jesus beschmutzt? Das macht man nicht, weißt du? Ja, ich bin zwar auch nicht gläubig, aber es ist schon unhöflich, was du da getan hast, weißt du? Ja, es ist schon unhöflich. Bloß nicht Jesus beschmutzen. Hallo Franny, wie geht's dir? Ja, Strese macht hier Dingsbumse. Ja, genau, damit hast du mich indirekt geradet. Oh, right, yeah. Nini Anna, hallöchen. Was machen Sie denn alle hier? Gut. Bro, wie geht's uns? Uns geht's gut, sehr gut. Uns geht's gut, sagt Bro. Oder? Habe ich jetzt mal so Sie werden sich nicht finden. Niemand wird sich finden. Du bist bei mir. Kleines Hu. Dankeschön, dass du die liebe Franny in meinem Keller eingesperrt hast. Danke schön. Für dein Geschenk Abo an die liebe Franny. Ich danke dir. Und Franny, hi. Lieben Dank für den Raid. Was habt ihr getan? Wie war's? Hattet ihr einen schönen... mit Dienstag? Ja, oder? Kellerspiele mit Jazz, was? Ist da, oh, ich mag's auch. Can I get a... Oh, yeah? Oh, yeah? Natürlich will ich Franny bei mir einsperren. Wir können zusammen im Keller grillen, Franny, wie wär's? Oh, Stardew Valley. Ich muss auch unbedingt noch mal Stardew Valley spielen. Spielt ihr bestimmt in der Gruppe, oder? Ja, das habe ich noch nicht gesagt. Ich habe noch nicht gesagt, dass es Eule und Hasen gibt.
Essen, ja. Ich habe im Moment nur so einen komischen Tomaten-Gurken-Feta-Salat hier. Mehr habe ich gerade nicht da, aber wenn ich wüsste, dass ich dich im Keller habe, dann, Oh. Oh. Essen mit zwei Zuschauern. Stardew Valley mit zwei Zuschauern. Mann, ich bin echt ein bisschen durcheinander heute. Ich muss mal kurz, mir wurde gesagt, ich muss hier Dinge tun. Moment. Den Speaker einmal ausmachen. Und wieder anmachen. Twitch-Stream-Voice, ja? Habt ihr wieder Spaß hier? Habt ihr wieder Spaß hier? Instant einen Ohrwurm. Echt? Hello, isn't me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I ever wanted. And my arms are open wide. Es ist schlimm, wenn ich sowas sehe. Don't say what you're about to say. No, 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 no! Ups, wo kam der denn her? Guten Abend, Nilmo. Nilmo, hi! Hey, fam, bist du? Was geht? Ich hab neu gestartet. Darf ich jetzt weitermachen? Ich glaube, Bro muss ins Bett. Ja. Warum höre ich den? Ihr hört den nicht, oder? Ihr hört den nicht. Ich höre den. Moment. Oh Gott. Habt ihr wieder hier meine Audiosachen durcheinander gebumst? Ist das euer Ernst? Wo ist denn der Speaker? Audio, Text-to-Speech. Der hat eine neue Version, so, Moment. Try again. Now it should be working. Nö, ich war das nicht. Du bist schuld. Test. Gern geschehen. Mach wieder alles reparieren hier und so. Ich kann, ja, geht, siehste? Musst du mich mal ranlassen, funktioniert's wieder. Und so. Ich drück jetzt hier auf Play. Dann quatsch ich nicht so viel. Was ist das da eigentlich? Da malt einer, oder? Die Dozente. Dozente. Süß. Noka? Missy? Oh Gott! Sag nochmal einer, ich will Schreck gehabt, ja. Ihr habt da nur einen Kaffee gekriegt, aber ich glaube, das wäre mir auch passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass mir das auch passiert wäre in dem Moment. Gott, die Arme. Ich werde gegangbangt. Oh, ist das... Ich werde gegangbangt. Ich dachte ich erst, ein bisschen. Du wolltest sagen, du wirst gegessen, aber Gangbang, viel Spaß. Ich bin tot. Das war aber nicht, wie heißt es, Grounded, ne? Nee? Ich glaube nicht, das hieß anders. Ist das auch gut? Kennt das jemand? Ja, eben, Grounded Klon. Ah, Smallland. Smallland, kennt das jemand? Ist das gut? Viel Spaß. Ich bin tot. Und klettert emsig auf die Bäume. Wahrscheinlich wird gerade der Wald gefickt. Der was? What? Du hast es auch gehört, oder? Ja. Und der hier... Danke für dein Follow, Lost Rider. ...der Wald gefickt. Kinderserie, was wollten sie damit sagen? Das war bestimmt ein Sprachfehler, oder? Nein. Aber wenn man so jemand mit so einem Sprachfehler Kinderserien vorlesen lässt? Das ist schon... belastend. Ja, natürlich, du hast auch Fegen gehört, na klar. Jetzt seid ihr mal nicht alle christlicher als der Papst. Der Wald wurde gefegt, aber das macht doch gar keinen Sinn. Ja eben, wer sollte denn im Wald fegen? Da ist so viel Staub und Dreck. Da bist du ja so lange dran. Da wirst du ja nie fertig, da kannst du dich ja bis zum Erdkern durchfegen. Ja.
Es muss gefickt werden, was gefickt werden muss. Genau, danke schön, frisch geschnitten. Endlich sagt's mal einer, endlich bringt's mal hier einen auf den Punkt. Was? Alles klar. Die Ficker fegen den Wald. Moment, ich bin verwirrt. Das sollte heißen, was? Gehört? Ich bin verwirrt. Gehört habe ich. Wem du es heute kannst besorgen, den verschiebe nicht auf morgen. Interessant. Ihr habt tolle Weisheiten drauf heute. Ihr habt echt tolle Weisheiten drauf heute. Ich mach mal weiter. Ich glaube, das artet hier sonst noch aus. You stinking like shit. Oh, das... hat er gerade den Geist beleidigt? Ich glaube schon. Ich glaub, I'm not scared. Das war cool. Fuck you, Ghost. Wie süß. Das könnte ich aber auch sein. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Die blöde Tastatur überhaupt ist nicht zum nicht. Tippen gemacht. Mm-hmm. Oh. Saints Row. Ja, Mann. Alles klar. Er hatte, glaube ich, irgendwann New Game Plus. Oh nein. 4. Also New Game 4 Plus. Und dann, aber so wenn ich... Es wird auch einfach nicht... Ich schiel nicht. Das hat irgendjemand hat es mal gesagt und seitdem ist es so ein Mythos, wenn ich schiel bin. Ich schiel doch nicht. Ach, löscht euch! Hey! Hey! Jetzt fangen die ja auch an rumzurülpsen. Mensch. Furchtbar. Furchtbar. Nehmt euch hier. Ach, Leute. Oh. Kann man hier nicht mal in Ruhe ein Video gucken? Ohne, haltet, dass ihr jemand reinrückt. Halt zurück. Was hast du schon wieder gegessen, Floppy? Was hab ich? Was? Oh Gott. Romantisch. Oh, okay, es gab Bohnen. Okay. Es gab Bohnen. Mm. Mm. Edel. Interessant. Mhm. Rosenkohl aus dem Aldi. 99 Cent. Ich könnte den Witz nicht mehr wiedergeben, aber ich fand ihn so gut. Vielleicht versuche ich es nachher mal. Shame, shame. Shame on you. Aha. Nein. Nein, wer ist das? No. Was? Was? Eiskalt von zwei Bomben überholt, das wäre traurig. Okay, ich bin ganz schön schnell. Oh, ey, was machst du da? Was? Und da bin ich abgeflogen. Euro Truck. Ich sitze im Auto, bin, aha, ehrlich gesagt, verbotenerweise am Telefonieren. Sie haben nicht ernsthaft im Auto verbotenerweise telefoniert. Ehrlicherweise. Mhm, ernsthaft. Stop. Achtung, es kommt mit meiner Schwester. Bin am Telefonieren. Auch noch mit deiner Schwester? Das ist ja noch verbotener. Ich telefoniere niemals im Auto mit meiner Schwester. Was? Losti. Losti, du bist jetzt im Fernsehen. Du bist jetzt live im Internet. Willst du irgendwen grüßen? Willst du irgendwen grüßen, Losti? Ja, ja, also genau, Leute. Nie im Auto mit der Schwester, nie im Auto mit meiner Schwester telefonieren. Das solltet ihr nicht tun. Nee, nee. Ich meine, ich habe eine Freisprechanlage, ne? Grüße meine Schwester. Cool. Die, mit der du telefoniert hast, ja? Okay, ich verstehe. Die aber auch, verbotenerweise auch am Fahren? Nein. Die hat verbotenerweise im Auto mit ihrem Bruder telefoniert? Ist nicht wahr. Nee. Ist nicht wahr. Und auf einmal, ohne Scheiß, auf einmal sagt meine Schwester, oh Scheiße, Polizei. No. Nein, hat sie nicht gemacht. Was ist dann passiert? In dem Affekt nehme ich mein Telefon und schmeiß es aus dem Fenster. Warum aus dem Fenster? Ja, weil er dachte, die Polizei ist bei ihm.
das denn? Der was? Der Stories mit Klavier kommentiert? Kenne ich leider nicht. Ist dir recht geschehen. Ja, ja, genau. Bestimmt waren auch noch Drogen auf dem Telefon versteckt. Drogen, ja, klar, und Pornos und andere fiese Dinge, die man nicht haben darf. Wobei das dann... Egal, vergesst, was ich sage. Okay. Böse Sachen halt. Okay. Okay. Frag mich, warum. Okay. Ja, warum? Warum machen Sachen? Warum macht man das, ja. Warum tut man sowas? Ja, schick mir gerne das Video. Vielleicht kriege ich das hin. Ain't nothing. Sind die jetzt auch bei dir? Ja, aber schon. Oh, das passt aber dazu. Das passt wirklich dazu. Tell me why. Ja. Mensch, Lost Rider, die Twitch-Stream-Boys fragen dich, tell me why. Oh Gott. Ich, ja. Ohne Worte. Wie sie es fühlt, ne? Was muss ich machen? Der Blick war gut. Hä? Wie sie es einfach fühlt. Ja. Ne. Ich werde das nie wieder spielen. Weil ich einfach lost bin. Ja, bist du. Nach dem Clip glaube ich dir das auch. The Backrooms. Oh, das sollte ich auch mal spielen. Habe ich gehört. Oh. Okay, ich glaube, ich muss es spielen, aber ich glaube, das könnte ich nicht. Ich glaube, da wäre ich auch irgendwie zusammengebrochen oder hätte unter mich gemacht oder was auch immer. Aber das wäre, das... Boah. Boah. Und Hallöchen, wer war Fluja? Ich darf jetzt den Stream 480... 720p gucken, weil ich updaten muss. Oh, ja, okay, aber die kocht. Ah! Ah! Katze steht auf Finger. Die Kochcam-Kamera. Kochcam-Kamera. Die Kochcam. Ah! Katze steht auf Fleischanlage. Heute mal Würstchen. Gibt's sowas für die VR? Nein, immer wenn du blinzelst, drehen sich alle Puppen automatisch zu dir hin. Boah, ich bin schon bei InSound Mind fast gestorben. Immer wenn ich mich weggedreht habe, wieder umgedreht habe, standen die anders. Stimmt, das war schon übel. Und dann habe ich mich dreimal umgedreht, dann waren die auf einmal weg. Weißt du, wie schlimm das war? Da waren so fünf auf einem Haufen, die haben mich umgedreht, dann standen die anders, umgedreht, standen anders, umgedreht, standen anders und dann umgedreht und sie waren weg. Ja, nee, brauche ich nicht, ne? Oh, ja! Hallöchen! Ja. Guck, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Dann kann ich meine Augen richtig toll anmalen. Ja. Und wichtig ist, hier so jetzt hier dieses Ding zu machen. Oh! Also dieses Ding ist schon fast dieses, gut also geworden. Dieses Ding ist schon gut geworden. Das davor nicht, aber dieses Ding. Das Ding ist schon gut geworden. Ja. Also ernsthaft jetzt. Guck mal, das ist doch sensationell, oder? Ja. Voll Naturtalent. Zug durch. In einem Zug hier so. Am Rand durch, musst du nur noch ausmalen. Das Talent ist jetzt nur noch, dass das andere aussieht wie nahe Verwandte und nicht wie Cousine fünften Grades. Genau. Genau. Das ist Inzest-Cousine fünften Grades, ne? Hm? Ja. Ich merke das. Das auch noch hinbekommst. Ja, 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 das soll Kajal oben benutzt. Er bräuchte einen Eyeliner vor oben, ja. Ja. Mein Modchat geht gerade nicht, genau. Es gibt Dinge, die ich gucken muss. Kriege ich den sonst ausgepoppt? Ich glaube nicht, aber kriege ich den kleiner? Ja. Ich kann den mal ein bisschen kleiner dahin packen. Das sollte auch gehen. Ich wusste echt nicht, wo ich das nutzen soll. Ja, du hattest Kram da. Ja. Ein PN bekommen?
Das Beste drauf gemacht, ja. Drauf und raus, ja. Ich muss sagen, dieser Wing war wirklich schon ganz geil. War schon gut, kann man so dieser sagen. Dieser Wing war echt ganz geil. Ich hatte damals so einen Hardcore-Gasmasken-Fetisch, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Was? Why? Was? Und Strese, da, das hätte daraus werden können. Guck dir die Augen an. So hätte es aussehen können, hättest du durchgezogen. Stimmt. So hätte es aussehen war können. Schon, war schon hart nah dran. Hardcore-Gasmasken-Fetisch, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich. Ohne Worte. Das muss er jetzt nur noch auch so fühlen. Nein, fühlt er nicht. Okay. Bro, wann machen wir eigentlich Just Dance? Bisher? Ja. Es geht noch ich hab schon das 23er. Hast du das? Ja. Wann machen wir das zusammen? Wann fühlen wir das zusammen? Ja, das, Das ist eine gute Frage. Haben ne? wir Platz also, dafür? Ich habe ein großes Wohnzimmer. Ich habe jetzt auch noch ein großes Zimmer und ich glaube, in meiner neuen Wohnung kann ich auch. Oh ja. Da kann ich, glaube ich, auch geil das Wohnzimmer irgendwie dingsen. Wie so Just Dance und Yoga und so. Da kann ich sowieso einfach eiskalt alles auseinanderbauen, so wie ich es will. Alter. Nice. Das wird nice. Der fühlt's auch. Er fühlt's auch sehr. Warum hat er so ein Halsband an? Das ist nicht, aber es klingelt. Yes! Felizmente hoy, ella es mi esposa. Sollte das nicht Salsa werden oder so? Oder Bachata? Nee. Schnabeltier-Bataka, ja? Schnabeltier-Bataka? Ja. Ja. Lol. Was? Wer wollte welchen Clip nicht drin haben? Du hast ihn gezwungen? Den mit dem Twitch-Clips Deutschland heißt jetzt frisch geschnitten. Okay. Gut zu wissen. Aua. War das cool? War das cool oder nicht? Oh, Nacho. Ja, das war cool. Tschüssi. Das war sehr süß. Das ist cool oder nicht? Ich finde die so sorry, niedrig. Ich bin, ich muss hier, ich habe gerade also eine Welt bekommen. Mit vielen Menschen. So, okay. 84, also strengt euch an. Raiders. Oh, wie enttäuscht es guckt. Leckerlis alle. Nein, Louis! Ach, du Sack. Ist der jetzt vorm Leo gegangen? Gehst Leckerlis fort. Und ja, weg. Ist okay. Oh. Keine Leckerlis, keine Katzi. Ja, ne, wie süß kann man nur sein? Das ist voll der süße Süßi. Voll der süße Süßi. Oh. Das ist die immer ausrutscht. Die stirbt nicht, die rutscht nur aus. Hm. Nicht getroffen. Ah, nicht getroffen, Junge. Hm. Oh. Jetzt hast du getroffen. Ja. Ich hab dich hier unterbrochen. Aber guck, wie geil der aussieht. Hey, schau mal, den Kuchen hat Tef gebacken mir fällt gleich. In ist seinem voll, Stream. Das sieht voll geil aus. In meiner Oma-Küche. Ja, stimmt. Oma-Küche. Der arme Kuchen. Hallöchen. Was ist das? Was haben Sie probiert? Was war das? Was war das? Was war das Leckeres? Was haben Sie da probiert? Nee, das schmeckt nicht. Ja. Das schmeckt nicht. Ich habe noch nicht mal gesehen, was sie gemacht hat. Den Kuchen vom Boden? Ach so. Ja, von dem, weißt du? Und, oh Gott. Ja. Mein Kopf. Ich erkläre das jetzt nicht. Oh. Sowas finde ich so gut. So cool. I'm still learning to love. Just starting to crawl.
Say something, I'm giving up on you. Schön. Sehr schön. Das sieht immer so toll aus, wenn man es dann noch so spiegelt und so. Ja. Gefällt mir richtig gut. Das stimmt. Was? Ja? Ist das Dumbledore? Hä? Das ist Dumbledore, oder? Das ist Dumbledore! Gandalf ist Dumbledore! Nein! Was? Nein, doch. Gandalf ist Dumbledore? Wie oder was? Verstehe ich gerade richtig? Ja. Das war... Gabba Gandalf. Ninja Turtles. Raphael, Michelangelo, Leonardo und Erwin von Steinbach. Was? Gibt schlimmere Hütten. Ja, ich mag's hier, ich mag's hier. Hier ist perfektes Gebiet. Hier gibt's viele Supermärkte um die Nähe, in der Nähe. Mhm, hab ich auch. Oh nein. Das sollte nicht passieren. Vor allem dann schön on-stream und geklebt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Lord of the Weed, wenn ich bei Herr der Ringe einpenne. Haha. Ja, ich habe aber überlegt, dass wir... Oh mein Gott! Oh, Esther! Ja. Es tut mir leid, ich soll dich retten. Aber es ist in Ordnung. Fass mich an, wo du willst. Okay. Oh, Telefone, ne? Telefone im Spiel. Das ist eine teure Nummer, Freunde. Die dürfen wir nicht wählen. Das ist eine ganz teure... Oh, Telefonrechnung damals, wisst ihr noch? Wow, das erste, was ich lese. Was haben ein Tofu und ein Dildo gemeinsam? Beides ist ein Fleischersatz. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Geht schon wieder los hier. Ich mach mal weiter, sonst geht's hier wieder im Chat ab. Okay, eins, zwei... Hi. Es wird nicht besser. Oh! Was? Ah! Habt ihr das gesehen? Schieß, Sandy! Oh! Ja, genau. Dankeschön. Yeah. Der hat's der Banane gezeigt. Das könnte ich nicht. Banane durchreißen? Ja. Was ist denn da? Ich hab nur Äpfel, die ich durchbrechen könnte. Ja, genau. Jetzt gerade nicht, weil ich hab mich voll in den Finger geschnitten eben, als ich versucht habe, Essen zu machen. Aber... Ich könnte vielleicht einen Apfel durchbrechen. Auch immer, das war vielen, vielen Dank. Ihr seid so unterhaltsam, dass ich sogar das Game ausgemacht habe. Oh, wow. Alter, das ist echt eine Rarität bei Katjas Stream. Katik, was ist das? Gießkanne? Eine Pfütze? Weiß nicht. Ventilator? Was? Katze? Hä? Katzenklo? Katzenmilch. Nein. Doch. Was? Milch. Ah, oh, okay. Was? Wie? Das kann jetzt Stunden so weitergehen, Leute. Oh. Ja. Oh nein. Oh. Ja, muss doch mal ins Wasser dippen, ne? Ja. Soll auch mal mit der Foto reingehen. Das ist so süß. Es ist unfassbar süß. No. Oh Mann, Pablo, ey. Bist du fertig? No. Super. Freut mich. Fühlchen Nein, gebadet. Ist nicht fertig. Ist noch nicht fertig. Du musst weitermachen. Ist noch nicht fertig. Bisschen Pfötchen waschen. Ja. Komm mal her, Chat. Komm mal her. Komm her, Chat. Kommt mal ganz nah, Chat. Wir kuscheln jetzt mal. Kommt mal her. Ja. Nimm euch mal in den Arm. So. Oh. Ja, Chat. So. Cute. So ist fein. Ja. Allein dafür brauche ich auch VR. Allein dafür, um Beat Saber zu spielen. Ich habe so Bock auf Beat Saber, glaubt ihr nicht. Aber dafür brauche ich eine Playstation, glaube ich, und VR. Also, wenn ihr eine zu viel habt. Du täuschst dein Bett.
Das ist so fies, ne, wenn du Kopfhörer aufhörst. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Was ist mega? Beat-Saber? Nee, Pistol Whip? Ist das auch ein Dings-Spiel, VR-Spiel? Ja, nein, vielleicht. Eventuell. Scheint so, hm? Scheint so. Hey, Opa, die Bibel, da ist Lukas, das ist mein kleiner Freund. Er ist ein guter Typ, ey, er hat mich nie enttäuscht. Aber einmal, da hatte ich einen Termin und da dachte ich mir, er wird doch jetzt nicht wirklich weiterziehen. Aber doch, es ist wirklich so weit. Der Lukas, nein, er ist nicht stoned und gar nicht wirklich breit. Er ist einfach nur am Schlafen, ey, die ganze Zeit. Ach Mensch, vorhin, da warst du wach und gewaltbereit. Aber jetzt, da verschlägt es dich in die Welt der Träume. Alles klar. Und bevor ich das Feld hier räume, sage ich einfach nur, Lukas, das ist eine Enttäuschung jetzt für mich. Ich finde dein Verhalten einfach gerade widerlich. Oh, oh, so, okay, Entschuldigung, oh, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Er ist wach geworden. Er ist wach geworden. Ups. Hoppala. Die VR2 duftet so. Oh, so ist das unter Zug. Ja, klar. Natürlich, wenn dich einer unrappt von der Seite und du pennst, hörst du das nicht? Nein? Doch, doch, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Vor allem so, so von der Seite. Yeah, yeah. Ach, Ashley, stell dich doch nicht so an. Chantalle. Was? Ich glaube, das sollte sie nicht tun, oder? Wen hat sie abgeschossen? Ich bin verwirrt. Muss nochmal gucken. Wer ist das? Ah, ist das okay? Ich glaube, die musste auf die aufpassen. Nein! 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 Endring? Endring? Oh, ich hasse den! Doch. Ich hasse den so. Oh, nein, gut. Scheiße, Mann! Was hat die da geworfen? Was ist der Controller? Nee. I don't know. I should really check my mails. I mean, mails. Oh. Sorry, I'm gay. Spiel mit Spracheingabe, ja? Mega. Das, cool. Das brauche ich. Was ist das für eins? Mission Goal, Escape from the Room. Mhm. Du musst sie irgendwie da rauslaufen lassen, ja? Geil. Das ist geil. So? Oh Gott. Nein. So. Was? Mit nein. Nein. Wer das denn? Und wo kommen die Zeigefinger hin? Die sind die obere, das obere. Die sind das, Und die Ringfinger, das machen geil die? Aus. Die sind eingeklappt. Ich kann das nicht. Eingeklappt? Die sind nicht eingeklappt. Dann bekommst du schon ein Handgelenk. Ja. Okay, ich hab den Blick nicht. Ich hab den Blick nicht gerafft. Ich hab nicht gemerkt, wie ich so geguckt habe am Ende. Aha. Was hat er nicht? Hat er nicht geschafft? Nein, hat er bestimmt nicht geschafft. Nein, das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Der hat bestimmt die längere Fingernägel als ich. Ich brauch dieses Standbild. Ich brauch dieses Standbild. Fast. In seinem Blick geschmerzt zu sehen, ja? Moment. Easy. Ja, danke schön. Niemand macht das so. Danke schön. Danke schön. Bro, niemand macht das so. Niemand! So ist okay, glaube ich. Wolle. Habe ich auch in die Mode mitgemacht. Hier geht's in die Mode von. Oh, fuck. Entschuldigung, ich habe euch noch keine Emotes geschickt. Frisch geschnitten. Ich wollte euch Emotes schicken. Aber ich bin ein Hempel, was sowas angeht. Genau der! Siehst du, das kann ich, aber bei dem anderen breche ich mir die Finger.
Aber ich versuch's nochmal. Für euch. Live. Hier und jetzt. In Farbe. So, Bro, die kleine Finger und Ringfinger muss weg. Ja. Dann habe ich die Mittelfinger, von denen einer lidiert ist, deswegen wird's nicht funktionieren. Ja, wenn du die gerade nach unten strecken kannst. So in die Mitte. Danke, kleine Schulunterstrich-Like, für das dir eins verschenkte Abo an mich geschnitten. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir! Arr. Dankeschön, kleine Sue, für das. Jetzt muss ich von vorne anfangen. Dankeschön, kleine Sue, für das Geschenk-Abo an frisch geschnitten. Danke, Föhn. Jetzt hast du die gute Sarah auch im Keller eingesperrt. Was? Also, frisch geschnitten auch Sarah. Ach so. Und dann Arr? Wie kommst du auf Arr? Ja, weil so Haken, so, die haben ja manchmal haben die so keine Hand, sondern nur so einen Haken. So ein Arr. Arr. So, Piraten halt, ne? Kann jemand mal der Frau ihre Finger wegnehmen, nicht, dass die noch kaputt gehen. Ich habe schon geschafft, dass sie kaputt gehen heute. Klappt gut. Und den Daumen habe ich mir auch angesäbelt, sieht man wahrscheinlich eh nicht. Da vorne drauf. Also, ne. Und Arr. Arr. Ja, nee. Du brauchst mehr Spannung in den Mittelfingern. Spannung? Soll ich dir mal Spannung in den Mittelfingern zeigen? Nein. Gib dir gleich Spannung in den Mittelfingern. Spannung in den Mittelfingern. Spannung. Hä? Gerade. Vielleicht hast du auch zu kleine Mittelfinger. Oder, nee, zu kleine Zeigefinger. Bestimmt. Keine Zeigefinger, keine Kekse. Stimmt das Mittel-Zeigefinger-Verhältnis nicht. Was sagt ihr? Doch, ist okay. Was sagt ihr? Besser als letztes Mal. Passt hier Chat umgehauen. Mensch. Bro, es ist voll gut geworden, glaub ich. Wie du, dass ich so sitzen bleiben kann, irgendwer für mich auf Play drücken. Ich brauche Spannung in den Mittelfingern. Mehr Spannung. Haltung. Spannung in den Mittelfingern. Ganz deutlich, ja. Selbstverstümmelung in Deutschland ist strafbar. Echt? Wirklich? Just saying. Wir können Live-Kurse machen, sagt frisch geschnitten. Also ich nicht, Bro kann Live-Kurse machen. Ich kann nur das hier. Kannst du nicht? Mit deiner Nase die Oberlippe ansaugen? Da geht irgendwie Luft durch. Nee. Okay, vielleicht. Aber mit einem Auge schielen kann. Cool, das kann ich nicht. Ich kann nur doof gucken. Ich mach das mal. Also normal. Weg. Aber ich brauche diesen Blick nochmal. Das müsste ich irgendwie rausschneiden für irgendwas. Kann ich da nicht auch ein Emote draus machen? Lenk. Ich brauch den Blick. Gib mir den Blick. Give me the look. Ja! Man sieht dir die Verzweiflung an. Das ist gut, oder? Es war echt richtig gut, oder? Ja, Völkerballerei, geil. Ja. War echt nice. Wir haben das auch früher mit so Volleybällen. Volleybällen? Ja. Volleyballbälle. Volleybällen? Ja. Das hört sich doch falsch an. Volleybällen? Ja, klar. Volleybällen? Wieso denn nicht? Und warum ist dein Pulli so flauschig? Oh, das ist echt. Ich mag den anfassen. Der ist voll flauschig. Also den Pullover. Nur den Pullover. Mit Volleybällen? Mit Volleybällen. Auch mit Volleybällen gefüllt. Bällen. Ich möchte Wall-E-Bälle. Ich hab da... Ihr könnt ihn nicht sehen, weil ich hab meinen Hintergrund weggedingst. Aber ich hab da hinten einen Lego-Wralle. Ein Lego-Wolli. Wollt ihr den mal sehen? Voll der Cutie. Soll ich euch meinen Cutie-Lego-Wolli zeigen? Hat auch gar nicht gedauert, bis der zusammengebaut hat war. Hat auch gar nicht ewig gedauert, weil wir die ganze Zeit über Kekse und Schokolade und Essen gequatscht haben. Während dem Bauen.
Ich hab einen kleinen Lego-Woddy und der ist voll süß. Darf ich nicht? Okay, Entschuldigung. Ich habe einen kleinen Klemmbausteinbralle. Nein, ein Klemmbausteinwralle. Mann, es ging doch um Wollibälle. 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 Ich hol den jetzt mal, weil der ist voll der Süßen. Es ist voll der Cutie. Voll der eiskalte Cutie. Ja, aber ich glaube nicht, dass der hier qualitativ gut ist. Das war so ein Billo-Dings. Es ist voll der Süße. Voll der süße Süßi. Zieh euch an. Schon cute. Guckt euch an, wie süß er ist. No. Schon süß. Das ist voll der Hübsche. Ich wollte ihn immer unbedingt haben. Ja, er ist trotzdem so ein bisschen ding, 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 ding. Ja, wie in echt halt, ne? Und man kann da so Sachen reintun. Ist halt ein da ist jetzt noch nichts drin, aber ich kann da so Sachen reintun. Sieht ein bisschen aus wie mein Blick eben. Was? Nein. Schon, ja. Echt? Guckt der auch so? Der guckt nicht so. Definitiv nicht. Iva! Echt? Okay. Der von der namhaften Firma kippt ständig vorne weg. Jetzt, wo tue ich den? Ich tue den, setz den mal auf mein Monster drauf. Das hat genug Airflow, da kann ich den da draufsetzen. Kriegt der Wralle einen heißen Hintern. Oh Gott, jetzt guckt der mich an. Jetzt sitzt der da neben mir und guckt mich an. Ich fühle mich beobachtet. Mach mal weiter, wir haben es ja gleich geschafft. Oh! Was? Okay. Oh, schön. We'll stumble and fall. Wie schön. Oh, stopp. Es war schön. Ja. Es war richtig schön. Oh. Ich mag das. Vielen lieben Dank für diesen tollen Clips-Zusammenschnitt. Ja. Und danke, dass ihr meinen dumpfbackigen Blick da hinten reingeschnitten habt und genau da abgeschnitten habt. Dankeschön, danke dafür. Ja, gut. Mein Blick war gut, ja? Findest du? Nee. Ja. Doch. Findest doch. Du? Man hat die Verzweiflung angesehen. Man hat gesehen, wie mein Hirn sich verknotet hat. Ja. Jetzt hast du auch deinen fliegenden Carport. Dankeschön. So hast du auch geschaut. Glaub mir. So hast du auch geschaut in dem Moment. Vielen lieben Dank, es war echt schön. Und ich schaff's bestimmt die Woche. Na, vielleicht nächste Woche, euch die Emotes zu schicken. Alles gut, Lusty. Ich hab hier noch, Bro, wie lange kannst du denn noch? Sollen wir ausmachen? Hau rein! Ich hab hier noch die Spezia-Clips auch noch. Tu es! Die hat der gute Flobby mir geschickt. Mach ich die dann noch rein? Und dann gucken wir mal, was ich noch mit dem Abend anfange. Und du gehst schlafen, ne? Yes. Yes. Cut, yes. Gut. Vielleicht schaffe ich es auch, dir die Hohenmods zu schicken, ja. Vielleicht. Oh, mein Mod-Talk ist da. Wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Was? Mein Mod-Chat ist wieder lesbar. So. Schön. Spontane Selbstheilung. Die müssten in der Jazzcloud sein eigentlich. Normalerweise habe ich die immer in der Jazzcloud gelagert. It's magic.
It's a kind of magic. It's a kind of magic. Magic. Oh, das war komplett der falsche Ton. Es ist okay. Ist okay. Es war fast das. Kann der Elch springen? Spezies Twitch Clips Nummer 43. Kann er? Ich finde immer noch, ich muss immer noch an diese Lampe beim Yoga denken, wenn ich Spezies drehe. Immer noch. Die fliegende Lampe. Mhm. Ich so voll serious Yoga anmachen und diese Lampe klatsch, boom, da hat noch die Explosion gefehlt. Es war sehr schön mit Ton hinterlegt. Sitzen Sie auch mit Ihrer Decke dort? Ja, warum? Ich auch. Das muss so. Eine Kuscheldecke. Ja. Das gehört so, dass man sich mit Kuscheldecken vor den Rechner kuschelt. Wer macht denn sowas nicht? Das ist meine Omi-Decke. Deine Omi-Decke? Warum das denn? Wer sagt denn solche Sachen? Weil das aussieht wie so eine Omi, die in so einem Sessel sitzt, mit Decke um die Beine. Aber das mache ich auch immer. Ich auch mit Halsdecke. Siehst du? Richtig so. Ja. Richtig so. Keine Macht der Blasenentzündung. Ja, Mann. Ja, wobei, ich habe schon verkackt, weil ich zu wenig trinke, aber... Stay hydrated. Stay hydrated! Ja gut, und unsere Heizung ist kaputt, deswegen. Mhm. Hat die nicht gerade erst eingezogen? Ja, aber die baut irgendwie keinen Druck mehr auf. Keine Ahnung, morgen kommt jemand vorbei. Heizdecke, der Feind des Versicherungswesens. Warum? Ach. Wieso? Spontane Selbstentzündung. Mhm, scheint mir so. Oh, das macht gerade echt Bock. Falls meine Mods noch irgendwas Cooles finden, dann gucke ich mir nachher noch irgendwas an, ganz entspannt so alleine. Weil die sehr gerne brennen. Ah, okay. Weil ich glaube, für Hogwarts bin ich gleich zu müde. Hm. Let's go. Spezies Twitch Clips. Toll. Ja? Auch einer. Echt? Oder? Und oder? Was ich die ganze Zeit auf Amazon angezeigt bekomme, ja, ist so ein Ding, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Halbkreis. Mhm. Ein Berg, wo du deine Füße draufstellen kannst. Da sind da irgendwie so Dinger drin, wo du die so reinschlüpfen kannst. Mhm. Und das kann man auch wärmen. Mhm. Und dann kannst du so unterm Schreibtisch, weißt du, deine Füße da so reintun. Mhm. Und dann, okay. Okay. Das ist super gut. Okay, brauche ich. Wer sagt, das ist super gut? Wer hat das? Nemo? Frisch geschnitten. Oder? Echt? Ja, das habe ich auch. Stimmt, habe ich auch. Das ist super gut. Okay, jetzt verstehe ich. Ich bin zu dumm, um meinen eigenen Chat zu lesen gerade. Okay, ich guck mir noch ein, zwei Videos an, dann mache ich Feierabend, glaube ich. Aber man muss halt nicht die für 5 Euro aus China kaufen. Das stimmt. Dann das, was man so, was noch so bewärmbar ist, oder wärmt sich das so von selber? Also ist das schon warm allein, wenn man die Füße reintut? Ich bin auch interessiert. Was kennst du? Ich habe immer kalte Füße. Ich schlafe eigentlich mit Wärmflasche. Was? Ich schlafe gerne mit Wärmflasche im Nacken. Das ist angenehm. Ist beheizt. Hm. Okay. Boah, ich glaube, das wäre richtig cool. Ich brauche nur so einen Hocker unterm Tisch. So einen Hocker, damit ich die Beine hochlegen kann. Wobei, dann penne ich halt immer nur noch vorm Rechner, ne? Wenn ich mir das einen Hocker hin tue, weil mein Stuhl kann sich halt so geil zurücklehnen. Wenn ich jetzt noch was habe, wo ich die Beine hochlegen kann, ne? Oh, dann würde ich hier nicht mehr weggehen. Dann würde ich hier echt nicht mehr weggehen. Sag's, wie es ist. Brauchst du ein beheizbares Fußding? Gut, ich brauche einfach nur einen Hocker für meine Füße. Dann penne ich immer vorm Rechner. Nein. Nein. Paint Mode. Was? Was? Was ist denn los bei ihm? Hast du das gesehen, was sein Mund gemacht hat?
Als ob da gerade irgendwie so ein Dämon rauskam oder so. Es gibt Kirschkernhausschuhe. Oh. Aber ich habe auch ein Kirschkernkissen. Aber ich weiß nicht. Warum muss Ryder schon wieder die Welt retten? Und wie? Ich glaube, Kirschkernhausschuhe ist kritisch, weil die könnten zu heiß werden. Da würde ich mir ständig die Füße verbrennen. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das kühlt so schnell ab. Nein, das stimmt, das tut's nicht. Ja, so wie mein Teddy aber als Hausschuhe. Ich glaube aber, da brenne ich mir die Füße mit ab. No! Ha! Bruder muss los. Ja. There's nothing out there, and I know that my heart will go on. Entschuldigung. Nicht zum Rumlaufen, sondern zum Rumlungern. Ja, aber dann kann ich auch meinen Teddy auf meine Füße legen. Nee. Hey, get the kitty. Da ist eine Knarre dabei. Stimmt, die haben eine Knarre dabei. Weiß ich, kann es aber aufscheißen. Was? Stimmt. Aufschieben. Mother's dead, okay. Da, guck mal, nicht die Mama. Oh Gott. War das? Ja, genau, frisch geschnitten. Dann rutscht man drauf aus und erzählt das mal deiner Familie. Ja, genau. Genau, das ist der richtige Ansatz. Dankeschön. Was war das für ein Vieh? Oh, fuck me, Alter. Was war das für ein Vieh? Oh, 9000 schönen Arsch, rasierter Arsch, unrasierter Arsch, feuchter Arsch, Arschwasserritzen, Arschwasser in der Ritze mit feuchtem unrasiert, manchmal so viele rasierten Arsch mit Erz rasiert. Was? Oh. Ich glaube, er mag Ärsche. Ja, ich glaube auch, er steht auf Ärsche. Okay. Nein. Oh. Ja. Das ist gut. Ja, war gut. 3, 2, 1. Nein. Ja. Das ist schon eine Menge, 23 Zentimeter. Ich finde 23 Zentimeter ist eher so normal. Normal. Oh-oh. Oh-oh. Also, ich weiß nicht mehr, wie alt mein großer Sohn war, aber er war noch relativ klein. Ich glaube, es müsste so erste, zweite Klasse gewesen sein. Oder sogar, nee, ich glaube, es war zweite Klasse. Und die Emotional Damage. Ja, genau. Ich bin die Versicherung, das passt schon. Okay. Oh. Ja, er ist alle Versicherungen der Welt, ja. Hä? Welcher ist denn die? Was? Ach so. Ah. Bestechen Sie hier die Versicherung? Die hatten einen Was arbeiten deine Eltern-Tag. Ich habe zu dem Zeitpunkt gar nicht fulltime gestreamt, sondern das war einfach nur eine Sache, die ich manchmal gemacht habe. Ich habe etwas anderes gearbeitet. Und anstatt, dass dieser kleine junge Mann einfach als er dran war, erzählt hätte, meine Mama ist Make-up-Artist vom Beruf und arbeitet an Filmsets und arbeitet bei Fotoshootings. Nein, hat er sich hingestellt und hat erzählt, meine Mama sitzt nachts immer vor einer Webcam und dabei zu, wie sie Spiele spielt. Nein. Und das darfst du dann erstmal auflösen. In der ersten, zweiten Klasse, erklär das mal den Eltern. Oh Gott. Den backe ich dir ganz uneigennützig. Mm-hmm. Sie besticht alle Versicherungen. Und sie ihr Geld. Ja, das fehlte noch. Und sie geben ihr Geld übers Internet. Was machen die da? Mute. Thank you so much. Weil ich hab den Wiggle Wiggle, du hast verpasst. Du hast recht, ich hab ihn verpasst. Wiggle Wiggle. Und der geht an euch alle. Wiggle Wiggle. Oh. Oha. Oh. Here I am.
geht das? Mach das mal. Ich mach's dir nochmal an. For sure. Nee. Ich kann's aber, glaube ich, auch nicht. Mm-mm. Dafür muss ich zu viel grinsen. Ernsthaft? Du kannst mit den Nasenflügeln wackeln, das kannst du. Ja, das geht. Aber das andere? Welche Muskeln sind das? Wofür? Da kommt für immer mein Mund mit dazu. Selber Körper, Klaus. Da kommt immer mein Mund mit dazu. Immer woran denken. Manu. Geht nicht. Mm-mm. Die hat da Muskeln. Krass. Ich glaube, da müsste ich die ganze Zeit niesen, wenn ich das tun würde. I am. Und ich rock you like a hurricane. Okay. Große Eier, übergroße Eier. Da musst du dran gehen und die einmal einmal begraben, sag ich mal. Okay. 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 Das im Stream, dann hast du hier die ganzen Halbstarken, die dann kommen und sagen. Ah, leck mich doch fett in der Puperze. Der kam echt gut. Oh. Oh, nee, er hat nicht geklappt. Nee, hat nicht funktioniert. Ja. Was? Wow, was ist das? Du hast immer noch Durst. Was ist das für ein Spiel? Horst Shelter 22. Muss ich spielen. Such dir das mal raus. Horst Shelter 22. Merkt sich das mal einer für Bro? Horst Shelter 22? Warte, ich habe einen Stift und ich habe Papier. Du hast analoges Papier? Ja. Du sitzt vor dem Rechner und hast Stift und Papier? Ja. Ich nicht. Was? Oh. Oldschool hier. Klimakiller! Ja! Du hast Papier, Klimakiller! Oh, das war geschnitten, das tut mir leid. Horst Shelter, it's Sarah. Steht in meinem Mod-Chat jetzt. Horst. Nee, Horst. Wie Fettchen. Das war extra, ich weiß. Nein. Oh, Klimakiller! Ja, Mann. Was? Moment, frisch geschnitten auch? Jetzt wirst du aber hier aufmüpfig. Oh. Oh, baden mit Fisch. Frisch geschnitten. Tut mir leid, dass dir so kalt ist. Aber baden klingt gut. Könnte helfen, dann warm werden. Auch noch Badeschuhe. Ich klebe mich auf die Straße. Dann wird dir aber noch kälter. Lass das lieber. Lass das lieber, ernsthaft. Warum werde ich hier wieder abgefackelt, ne? Ja, ist das euer Ernst? Bro, du brennst. Bro, wir brennen, Bro. Herr Strese. Warum? Dankeschön, dass Sie es uns hier gemütlich warm machen mit Ihren Blähungen. Wärme für alle, ja, auch durch den Strese. Das sag ich der Versicherung. Wie ist das denn passiert? Ja, Alter, der Strese hat sich vor dem Feuer erschrocken und dann ist es richtig abgegangen und gab Feuerwerk. Ja, und dann, ja. Ja, war überall Feuer. Mhm. Oh, Strand in Koblenz hätte ich auch gerne. Let's go. Da steht aber wenig Kalorien. Psst. Du musst das reindrücken und dann drehen. Das habe ich auch gemacht, dann habe ich im Zug gespritzt. Was? oh Gott, nein. Ach du Scheiße. Was ist das? Was war das? Das war auf jeden Fall kein Wasser oder so. Nein. Was war das? Aber der passt da gut hin. Was ist das? Stop it. Da läuft doch eine Spinne. Nein. Oh. Oh, wow. Kleine Nacho Kette. Schläft. Ah ja, legt sie sich nicht jetzt drauf? Oh. Blöd. Hä? Stirbt er jetzt? Ja.
Ja, safe, oder? Jawohl, ja. Will noch mal jemand im Chat meinen Verband? Nein. Ja? Ja? Nein? Mein Schwanz. Mathe. Okay, Leute, ich zeige nochmal meinen Schwanz. Das war's mit Twitch. Show your talent. Halbfinale. Cool. Sehr cool. Wind und Wellen tragen mich. Sehr, sehr cool. Wind und Wellen befreien mich. Wind und Wellen tragen mich. Cool. Den? Echt ins Finale? Oh, geil. Mega. Und Donnerstag, den 23. Finale. Geil. Ja, mega. Mega gut. Ohne Scheiß, es kann passieren, dass ich während dem Spiel anfange zu weinen, ne? Was? Das Nein. Ist so leiden, ja, ey. Fängt er an zu schreien. Ein Baby. Hast du das gesehen, wie sie geguckt hat? Ich hab gerade irgendwie aus dem Leben genommen. Was? Hast du gesehen, wie der geguckt hat? Wie niedlich. So leiden, ja. Wie sich erschreckt hat. Und dann mit dem Sound dazu. Das kam vom tiefsten Innern. Muss ich so? Muss ja. Ich so? Oh. Snacky Snack. This is not okay. This is vollkommen okay. Nein, nein, ist vollkommen okay. Kann der echt springen? Ja. Ja. Und ist abgeschissen. Aber nicht so weit. Einmal. Oh, warte, ich hol ihn, wieder rein. Oh Mann, ey, oh, der ist so schwer zu kontrollieren, du Frechdachs. Okay. Oh, da der ist hat er Spannung wieder, ey, im Mittelfinger. Hab ich auch. Hab ich nicht. Oh nein, jetzt ist ein zweiter dazugekommen. Oh, ihr seid so frech. Na los, zurück mit euch. Ich hab mir grad einen reingezogen und sing mein Lied. Ja, 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 und eins und zwei. Ich dreh mich mal um. Komm ich mit? Ja, klar. Da ist die Spannung, lass mich in Ruhe. Jeder, der einen Schuh hat, welches Audio-Interface benutzt ihr? Ja, ich hab ja mein Go XLR. Sorry. Mach's gut, frisch geschnitten. Viel Spaß im Bad und so. Und einen schönen Abend dir noch. Schön, dass du da warst. Schade. Schön, dass du da warst. Gute Nacht. Mach's gut. Gutes Nächte. Wow. Wow. Alter. Okay. Oh. Ah,
alles klar. Ich gehe okay, mit meinem Laternen und mein Laternen mit mir. Dann um und mir. Da unten leuchten die Sterne, da unten leuchten wir. Wir leuchten oben. Andersrum. Aus. Wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum. Das Licht geht aus. Wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabammel, rabum, bum, bum. Stimmt, das waren alte Clips, Leute. Aber ist ja trotzdem cool. Und da lagen wir am Bach. Das war's, Freunde. Das waren alte Clips, aber es war sehr cool. Da ist der neue. Da sind die neuen. Budi, die neuen noch oder Schlafi Schlafi? Hau rein. Ich hau rein. Ich hau mal das richtige Video da rein, ja? Yes. Yes. Gibt's hier noch? Okay. Die muss ich. Okay, mir wurde gesagt, ich muss die neuen. Bro, wir müssen die neuen gucken. Machen wir. Aber vorab brauche ich noch ein. Und hallo, Mikai. Einen wunderschönen. Schau gut hin. Warum? Warum muss ich da gut hinschauen? Ich bin verwirrt. Hallöchen, Mika und Magalanias. Jo, wenn Brosines Cam größer wäre, könnte ich mich wirklich reinsetzen. Aber ich sitze ja fast drin. Das hört sich an wie Rosine. Ja, es ist Brosine. Aber Brody, du sollst hinschauen. Warum ich? Machen die Finger herz. Weiß ich nicht. Vielleicht ist ein Clip von dir eingesendet. Von mir? Vielleicht. Witziger. Witziger als Fingerherz. Oh, jetzt bin ich gespannt. Rosine? Oh shit, die Suppe. Von Spesis Twitch Clips. Hallo. Hapokas. Hi. Einen wunderschönen. Sie ist nicht so abgehärtet. Wer ist nicht was? Warum? Wer soll wo abgehärtet sein? Was? I am verwirrt. Ich bin nicht abgehärtet. I am verwirrt. Hapokas, einen wunderschönen. Wir gucken uns jetzt hier, oh shit, die Suppe von Spesis an. Ja, ich guck ja schon. Spesis, Twitch Clips. Und guck halt. FBI, open up! Ah. Ich dachte gerade, unsere Katze ist die Treppe runtergefallen, aber es war nur mein Ehemann. Dann. Aber es ist eine junge Mutter mit 37. Warte mal. Warte mal. Boah, sie ist mit 15 Vater geworden. Krass, ne? Vater geworden. Genau. Fast. Mhm. Ist sie bestimmt. Ist leicht schon raus, ja? Also. Oh Gott. Ja. Nein, nein. Content. Schminkt euch das ab. Schminkt euch das ab. Sehr, sehr. Oh. Furchtbar. Männchen. Ich hab 39 Durstkreuz verloren. Verdammt, Scheiße. Ficken. Ich glaube, er wird den Wald fegen. Ich schimpfe aber nicht so viel, oder? Letztes Mal wurde sich beschwert, wenn ich schimpfe. Nee. Gut. Hapokas! Vielen lieben Dank für dein Follow. Dankeschön. Was war das da auf dem Fußboden?
Was, warum, was, no? Nee. Nee. Das Spiel kommt auch auf die Liste der Spiele, die ich spielen würde. Oh. Nö, geht auch. Oh. Sie sind tot. Jo. Jo. Hört ihr denn Ebel 4? Bro. Was? Was? Oh, oh. Das erinnert mich an was. Shit, Alter. Ich weiß nicht, was du meinst. Das erinnert mich an was. Sie haben keine Beweise. Haben wir das noch irgendwo? Ja, ich glaube, ich hab's noch. Hast du das noch? Ja. Mu mit H oder ohne? Mit, oder? Frage an den Chat. Mu mit H oder ohne? Erinnert mich daran, wie ich vor 18 Jahren mal von jemandem in der Ausbildung hörte, meine Eltern sind Geschwister. Das ist... Was? Meine Eltern sind Geschwister. Dass es Älteren waren, wollten wir dann nicht mehr hören. Mit H. Mu mit H, oder Bro? Mit H. Mu. Doch. Mieze meinte eben ohne. Und ich sagte, die Anzahl der U's hängt von der Größe der Kuh ab. Ja, Bro, genau so. Genau so war es in dem Video. No. Und sie haben alle geantwortet. Das die war haben so süß. Alle geantwortet. Das war so süß. Ich hab mich mit denen unterhalten. Bro, so vor der Kuh bei dem Mö. Und alle Kühe jetzt antworten. Komm an und antworten. Ich muss dieses Video finden. Ich muss es finden. Ich weiß, wo ich hab's. Aha, ich schwöre, mein Herz ist stehen geblieben. But no way. Gott. Nee. Der weint. Der Schweinefang. Guck. Warum hat Matthäus nicht anders verdient? So, ja gut, dann warte ich einfach, bis die in die Küche kommen. Okay. Surprise, Motherfucker. Was? Das ging schnell. Hat da einen Lip von. Was? Ey, was ist? Hallo. Was das ist, ging hallo, schnell. Hier, was ist das denn für eine verickte Scheiße? Der war schnell da. Also der, ja, der hat mich eben auch bekommen. Mal live ich fühle mich hintergangen. Oh shit, ist das ein Alter? Oh, das ist einer von den Alten, oder? Das war ein Altes, oder? Oh. Crazy Monkey, hi! Der muss sich doch gleich übergeben, oder? Ja. Das hört sich anstrengend an. Ja, das hört sich echt voll anstrengend an. Hat er sich echt geächt? Oh mein Gott, kommt da viel raus. Hat er sich echt geächt? Der heult doch gleich. Siehst du die Augen? Das tut doch weh. Siehst du die Augen? Bis an der Kotz, ja. Das muss schon der Nase brennen. Ja, oh eben. Mein Gott. Eben. Dankeschön, Zylinderkopfdichtungsring, für dein Follow. Hier auch Dankeschön an Zylinderkopfdichtungsring. Danke schön. Ich habe vor 2 Wochen auch mal kochende Eier vergessen. Oh. Als es dann das zweite Mal in der Küche knallte, ging man doch mal hin. Okay. Junge. Alter. Hab ich mich vor der Zone erschrocken. Süß. Sehr süß. Was? Ja! Habt ihr das gesehen? Er hatte Angst und ist ins Feuer gesprungen. Jump. Und nun?
Oh, wow, okay. Ich hab das Spiel noch vor mir, ne? Ich hab da scheiße Bock drauf, aber... Ich hab da richtig Bock drauf, ne? Ja, und jetzt ist sie draußen? Ich weiß es nicht, aber ich hab da echt scheiße Bock drauf. Nee. Doch. Doch. Oh, lauf. Das ist Level 4. Ja, sie sollte laufen. Nee, ein bisschen schneller vielleicht sogar. Sicher. Aber da sie fast geschafft hat, glaube ich, ist es doch sicher. Hä? Was? Ja. Da war kein Raum. Nee. Ich glaube, da ist vorbei. Ich glaube, da ist vorbei jetzt. Ich fällt aber lang. Mhm. Lass mich in Ruhe. Mhm. Das ist geschummelt. Boah, da habe ich auch Bock drauf gerade. Was? Nein. Oh mein Gott, Snippet. Jetzt ist die Luke zu. Nein. Oh nein. Oh Mann. Wird sich im Schrank verstecken wollte eigentlich. Oh nö. Schneller gerannt als das Levelladen vorher. Newcomer der Woche. Wenn selbst das Mikro keinen Bock mehr hat, mega. Ach, ihr wartet. Oh, jetzt können wir können da nicht runter, das Feuer. Glaubt doch da nicht rein. Mhm. Was ist denn mit euch los? Gute Reaktion. Und wieder einer. Alles gut, sie haben überlebt. Nur ein bisschen angekokelt. Knappi, was denn? Alter, das ist doch nicht... Könnte mir auch passieren. Mein Ernst, läuft in den nächsten ja? rein? Nein. Den Laser? Nein, so nicht in den Laser. Nicht in den... Das könnte ich sein, doch. Das ist doch nicht euer Ernst hier. Sie und die Bären fallen. Sie ist schwanger. Sie ist schwanger. Was? 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 Ich bin Gott! Er hat die Frau schwanger gemacht, auf die Schnelle. Im Video. Ja. Das wäre nicht ganz toss, aber okay. In Last of Us 1 ist mir ein NPC auf einmal im Vollsprint an Zombies vorbeigerannt. Was? Oha. Okay. Gerda! Ich bin schon in der Szene. Weil ich mache euch jetzt mal kurz was zum Wichsen an, wollte ich sagen. Das mache ich jetzt nicht. Was? Aber es wäre auch guter Content. Er ist der Storch. Ich meine, dann kurze Fapping-Pause. Gerda ist weg! Es war direkt Pimmel raus! Ihr, oha, nice das Auto. Meins. Come on, bro! Nimm's mit. Der ist noch nicer. Take it. Oh. Kommt jetzt noch einer, der nicer ist? Oh. Hä? Hä? Was? Warum? Weiß nicht. Aber ganz viel kann man zum Glück auch bei uns. Ja, Herrin. Mit einer Sternchengärte regeln. Sternchengärte. Wichtig, dass es eine Sternchengärte ist. Ich nicht Aua gesagt habe. Ja. Woran das liegt? Weil ich es genossen habe. Abgehärtet. Ach, okay. Okay, wie läuft sowas vonstatten? Wie bei uns zu Hause auch. Emotional damage. Jo. Grundsätzlich ist es so, du. Oh, Keks. Hey, Ghost. Joe Brownie. You're stinking like shit. Schon wieder. Warum beleidigt er denn auch den Geist? Natürlich kommt er doch gleich an. Mach man nicht, das ist unhöflich. Doch. Ich soll ein anderes Bild, ja. Natürlich bin ich scared. Kannst du mir mal aus dem Rücken gehen? Du leckst mir das Schulterblatt. Verpiss dich jetzt mal. Ich krieg das Horn hier. Anscheinend steht sie drauf. Ablecken. Die hat doch eine Macke, Leute. Ich kenn ein Schulterblatt. Entschuldigung. Tut mir leid, es tut mir leid. Es gibt es. Scheiße mit dir. Wirklich, ich kotze. Blöde Ische. Was macht die denn da? Die atmet ihm in den Nacken. Das klingt fies. Ganz doll fies. Hallo. Hallo. Oh.
Okay. Lass einfach mal die Brille aus. Gefahren und zu Hause gucke ich mich an. Mhm. Und ich habe den Rucksack ja an meinem Rücken getragen. Mhm. Und der Rucksack ist ja groß. Und ich hatte einen hellen Pulli an, der so über meinen Hintern ging. Ich hatte. Ich hab's nicht gemerkt. Helle Pulli in dem kompletten Bereich hier. Ein riesengroßer, brauner, nasser Fleck. Ich habe, und das muss ich leider an der Stelle so sagen, wie es ist, ich habe ausgesehen, als hätte ich die schlimmste Durchfallerkrankung meines Lebens und hätte mir in die Hose geschissen. Und so bin ich die ganzen Scheiß Hauptbahnhof entlang gelaufen, weil ich meinen Rucksack nicht mehr am Rücken getragen habe, weil ich ja dann wusste, dass der nass ist, sondern auf meinem Kopf hatte. Ja, ja. Ich, nein. Oh Gott, nein. Ja, die hat ein Zelda-Shirt, das ist cool, weil das ist auch bestickt, ne? Das ist schick. Das ist sehr, sehr schick, das gefällt mir. Will ich auch haben. Mhm. Nice. Sehr cool. Sehr cool. Er macht den Paul. Er macht die Jazz. Überhaupt. Oh, ich schlafe auch im Sitzen ein. Du. Ich. Was? Ich habe gerade gesagt, ich habe Lust auf DBD. Da kam ein neuer Code rein. Was? Ich bin verwirrt. Shopping, sprich für 200k? Was? Was willst du von mir? Der Macadamias Whip? I don't know. Ich weiß nicht, wovon sie sprechen. Ich bin verwirrt. So. Danke für den Follow, EC. 49. Ach so. Echt? Damit kann man Blutpunkte kriegen? Extra? Nur mit so einem scheiß Code? Verarscht mich doch gerade. Aber die bekommt man doch auch so während dem Spiel. Das ist nicht genug, was man da bekommt. Doch, oder? Oh. So, was geben die öfter raus? Einfach so Blutpunkte verschenken? Mhm. Interessant. Interesting. So, ich habe gesehen, die waren noch Dingsies Bumsies. Hello, Crazy Monkey. Da war noch ein Was ist da los? Epic Fail Neo Magazin Royale. Twitch Clips Germany Uncut. Ach du Kacke, das ist ganz schön lang, ne? Das ist ganz schön viel langer Scheiß dabei. Seven vs. Wild, die Team Edition. Ja, gesehen, voll cool. Ach, komm schon, Floppy. Komm schon. Das war spontan. Das war spontan und außerdem meistens am Bro-Dienstag streamt Bro auch. Meistens am Bro-Dienstag? Weil es ist Bro-Dienstag. Wieso sollte Bro am Bro-Dienstag nicht streamen? Ja. Grrr, genau. Grrr. 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 Nein, wir haben nicht die Mods angeknurrt. Ja, steh auf ihr. Ja. I stand by my bro. Ja. Stand by me. Weil bros before hoes. Mhm.
Was machen wir denn jetzt? Gehst du schlafen? Geh ich schlafen? Doch, ich denke, machen wir noch was? Ich geh schlafen. Du denkst, du gehst schlafen? Alle schon hier. Ich geb dir gleich ein Ho. Can I get a higher? Nee. Nee? Oh ja. Get ein Gummiball. Can I get a higher? Oh yeah. Brosine. Brody. Liebstes Bro. Yes. Es war sehr schön mit dir. Ja. Es war wirklich sehr schön mit dir. Ich habe noch keine Ahnung, was ich jetzt noch tue. Ich bin wacher geworden irgendwie. Die furzen mich hier wieder voll, deswegen... Ja, dann bei dem Gestank. EC49, dankeschön für dein Follow. Kleines Hu geht pennen, okay. Dankeschön für den Follow. Und der Strese furzt auch vor sich hin. Ihr furzt, heißt es, ich soll ausmachen, ja? No. Hier sind die Obere. Die sind das. Die Oberlippe. Und die Ringfinger, was machen die? Ich kann das. Guck. Eingeklappt. Guck. Eingeklappt? Und dann bekommst du einen Krampf in Handgelenk. Das Fingerherz. Ja, oder? Ne? Man weiß Bescheid. So? Es ist krüppelig. Was? Ist okay, ist trotzdem süß. Es liegt da dran, dass ich ein Autschi hab. Das liegt an der fehlenden Spannung. Ich hab mir wehgetan. Der hat voll die Spannung. Guck. Okay. Guckt euch meine Spannung an. Ja. Hallo? Guckt euch meine Spannung im Mittelfinger an. Guckt sie an. Entschuldigung. Du hast da Entschuldigung. Was. Ja. Ich hab mich geschnitten. Ich sag immer allen, passt auf, dass ihr euch an diesem Ding nicht schneidet. Und dann habe ich es heute nochmal selber gespült, weil ich nicht wollte, dass andere das spülen, damit es schneller geht. Und jetzt habe ich mich selber daran geschnitten. Ich habe mich noch nie daran geschnitten, geht heute schon. So von innen vom Finger aber, ne? Das ist nicht gut, das tut weh. Da so, am Gelenk. Das ist schön, so komplett über die ganze Breite. Schnitt mit Metall, lieb ich. Macht man auch nicht. Gute Nacht, kleines Hu. Schlafen Sie gut. Ich freue mich schon sehr morgen auf die Karaoke. Gute Nacht. Ich freue mich richtig auf die Karaoke morgen. Den Finger kann man kürzen. Makalani ist mir mit dem Finger abhacken. Das ZDF-Ding empfehle ich. Okay, dann schaue ich mir das vielleicht noch alleine an. Yes. Also irgendwer hat Bock mit zuzuschauen. Ja, mein Headset. Immer wenn ihr noch hier bleibt, gucke ich mir das mit euch noch an. Ich habe schon lange kein... Ist das Neo Magazin Royale? Nee, ZDF Magazin Royale mehr geschaut. Geht es lang? Ja. Ich habe wieder zu viele Fragen gestellt, deswegen ja. Okay, ich gehe, bumse euch erstmal rüber. Brosine geht pennen. Ich gehe pennen. Mach's gut, Brody. Wir hören uns morgen. Gute Nein, Nacht. Kurz, okay. Gute Nacht. Schlaft gut. Du auch. Tschüss. Tschüss. Ein großes Tschö an mein Brudi. Seid lieb zu Bro. Ein großes Tschö zurück und wahrscheinlich vielleicht bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Ein Tschö. Wir haben ein Tschö gekriegt. Tschüss. Tschüss. So, ich nehme euch mal mit hier hin. Discord weg. Was machen wir denn jetzt mit dem angefangenen Abend? Ist doch noch gar nicht spät, oder? Can I get a hole? Sie sagen, ich soll mir das noch angucken. Ist das denn was, nachdem man ordentlich schlafen kann? Hallo, ja. Oder habe ich danach irgendwie Probleme oder so? Oh, yeah. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich Jet Set jetzt und ständig unterwegs und so. Aber es ist hübsch hier, oder? Ja, wenn ich irgendwann mal Hintergrund habe, kann ich auch um meinen Stuhl rennen. Jet Set Jazz and Roll. Oh wow, dass ich das richtig lesen konnte direkt. Aoife. Aoife, wat? Ryder, wat los mit dir? Mir wurde gesagt, ich soll mir hier noch so ein Dings angucken. Das ist 7 Minuten nur.
Was? Ich, was? Jetzt bin ich los. Jetzt bin ich los. Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, ehrlich. Ich habe keine Ahnung, was ihr von mir wollt. Intel Arc mit Furzautomatik. Was? Die habe ich. Ich könnte mal, während wir hier noch so rumchillen. Ach so. Cool. Cool. Während wir hier noch so rumchillen, kann ich essen und ihr könnt mich unterhalten. Wie wär's? Ihr könnt mir interessante Dinge sagen. Dann habe ich endlich mein Frühstück aufgegessen von gestern. Gut, was ist denn hier los? Aber was ist das Ü dahinter, so weiß ich nicht. Bist du wieder auf der Tastatur ausgerutscht? Sind Sie auf der Tastatur ausgerutscht, Herr Floppy? Es heißt auch, was ist da los? Epic Polizei Fail. Du machst dich oft genug lustig über mich, dann lass mich doch einmal lustig über dich machen. So nämlich. Was ist da los? Epic Polizei Fail von Andreas G. Das ist gut, ja? Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hab gleich aufgegessen. Ich brauch das nur noch. So ein bisschen Gemüse und Käse. Käse ist gut. Käse ist richtig gut. Ich stehe auf Essen, ne? Deswegen. Böhmermann ist immer gut. Mich wundert es irgendwie, dass du, was? Dass du die einzige Person auf Twitch bist, die mir die Zunge herausstreckt. Dabei ist das eine vollkommen berechtigte Handlung. Tun das andere Leute nicht? Gibt doch bestimmt mehr Leute, die Zunge, die Zunge rausstrecken. Hä? Bin verwirrt. Bin sehr verwirrt. Ich meine, es sieht scheiße aus, ne? Aber ich finde, es sieht immer furchtbar aus. Nein, ich mache das jetzt nicht nochmal. Nein, ich mache das jetzt nicht nochmal. Weil es sieht nämlich kacke aus. Nur wenn es berechtigt ist, dann tue ich das. Lediglich dann, wenn es berechtigt ist. Triggert mich nicht. Nein, für Geld tue ich das auch nicht. Wobei doch, vielleicht für 50 Subs, aber... Ab 50 Subs kann man drüber reden. Bin ich ganz ehrlich. Ach, Leute. Genau. Yuki, hi. Hallöchen. Felix, du, was? Klar, Floppy, hau mal die ganzen Links da rein. Vielleicht kauft ja irgendwer was. Na klar. Vielleicht kauft ihr irgendwer was, damit ich die Zunge rausstrecke. Tu das. Tu das. Oh, jetzt trifft's hier los. Es wurde sich gewünscht, dass ich einfach so nochmal die Zunge rausstrecke, weil Leute das nicht mitbekommen haben. Ich habe gesagt, nur wenn ich getriggert werde, nicht einfach so.
Und dann kam der Spendenlink. Und dann habe ich gedacht, für Geld würde ich es eigentlich auch nicht tun. Wobei, 50 Subs wären in Ordnung dafür. Nein! Mensch! Hör auf damit! Hör auf damit! Lassen Sie das. Wir gucken uns jetzt hier ein Video an. Ganz seriös und so. Ganz seriös gucken wir uns jetzt ein Video an. Ich muss mich nur noch wieder durch die Gegend bumsen, damit ich richtig sitze. Aber das mache ich gleich live mit euch. Genau, fehlen nur noch die Links zu Bandmerch und genau. Ihr seid wahnsinnig. Ja, genau, für 50 Subs mache ich es auch mit Zunge. Was? Ihr habt sie doch nicht mal alle. So, die Kamera in die Ecke bumsen. Nice. Nein. Nein. Oder die Links sind in Arbeit. Ich glaube, die Links sind in Arbeit. So, Leute. Einer meiner lieben Mods hat mir ein Video. Bad Merch. Oh ja, für Bad Merch bin ich auch zu haben. Wenn ich Merch habe, dann wird es Bad Merch sein. Wisst ihr Bescheid? Ganz wichtig mit A. Nun. Was ist da los? Ich habe schon ewig kein Neo-Magazin mehr geguckt. Aber wir gucken uns das jetzt an. Weil der Floppy hat gesagt, das war dein Job 10 Jahre lang. Cool. Weil der Floppy hat gesagt, das ist gut. Was? Mein Trinkgeldling ist kaputt seit wann? Ja, was? Nein, doch. Oh, hast du wieder nicht aufgepasst? Hast du wieder nicht aufgepasst? Hast du wieder nicht aufgepasst? Diese Website kann keine sichere Verbindung bereitstellen. Weiß noch nicht. Vielleicht sind das auch wieder die immer noch die Twitch-APIs, die hier rumspacken. Aber Leute, wir gucken uns jetzt hier das Dingsbums an. Und dann schauen wir mal, vielleicht gibt es ja noch was Cooles zu gucken. Wieder irgendwas mit Essen oder so. Aber da muss ich mir noch Chips holen, wenn ich irgendwas mit Essen gucke. Dann brauche ich Chips. Ernsthaft. So, was ist denn da los? Jein. Oh, verstehen Sie Spaß, habe ich früher echt gern geguckt. Fand ich irgendwie witzig. Weiß nicht wieso. Vielleicht wurde mir das an. Oh oh. Oh oh. Ich hoffe, gleich bricht nicht irgendwas im Chat aus. Da mag einer Pizza Hawaii. Leute, nicht auf ihn losgehen. Der kann da nichts für. Nein, alles gut. Also manchmal, das habe ich ja schon mal erzählt, so ein, zweimal im Jahr muss ich auch eine Pizza Hawaii essen. Nein! Nein! Kannst du doch nicht tun! Kannst du nicht tun! Nein! Dann musst du mich auch timeouten. Ich habe es letztes Jahr ohne durchgehalten, ja, aber es kommt langsam wieder auf. So ein, zweimal im Jahr brauche ich das. Aber so eine geile Pizza Hawaii, so mit richtig frischer Ananas, weißt du? Ja, Bro! Aber nicht immer. Aber nicht immer. Ja, weil Floppy Ananas hasst. Hasst Ananas des Todes, habe ich hat man mir erzählt. Er sagt, es gibt nur sehr wenige Arten, auf die er Ananas essen würde. Aber hallo? Wenn du doch einen geilen Pizzaboden hast, eine richtig geile Tomatensauce, dazu einen geilen Schinken und einen geilen Käse. Und dann
So ganz hauchdünn geschnitten frische Ananas da drauf. So hauchdünn, weißt du? Vielleicht sogar ganz, ganz scheiße dünn geschnitten und erst nach dem Backen, dass die nicht halt so durchsippscht. Mh. Diese Säure, weißt du? Ey, Floppy. Selber sag. Ja, ne? Oh, Bro, soll ich uns... Bro. Ich habe zwar keinen Backofen in der Wohnung, aber wenn du deine neue Küche hast, soll ich uns... soll ich uns eine richtig geile Pizza Hawaii machen? In deiner neuen Küche? Komm, wer würde da Nein sagen? Würde jemand von euch da Nein sagen? Ja, Mann! Can I get a higher? Seht ihr? Wer würde da Nein sagen? Can I get a higher? Oh, oh. Ist das eine Fangfrage? Ist das eine Fangfrage? Okay. Ja, Thunfischpizza ist auch gut, wenn da nicht so scheiße viel Thunfisch drauf ist, dass die matschig wird. Und Zwiebeln. Ohne Zwiebeln geht gar nicht. Es gibt so... Ich habe hier so eine Pizzeria um die Ecke, die macht... Nee, matschig ist nicht geil. Dann nimmst du die hoch und dann fällt dir der ganze Belag runter. Und die reißt dir auch noch auseinander. Die macht hier um die Ecke eine Pizza mit so einem richtig coolen Kochschinken und dann einem, ich glaube, der heißt Stracciatella Mozzarella irgendwie obendrauf. Passt wie ein Burrata. Und auch so ein paar Pistazien, die ist auch mega. Nein! Matschig ist nicht geil. Nicht bei Pizza. Oder halt so eine ganz, ganz klassische, geniale Mozzarella-Pizza. Auch gut. Muss halt gut gemacht werden. Und gut gemacht sein. Ja, dann kann ich auch direkt einfach Thunfisch mit Käse in den Ofen hauen, ohne Pizzaboden, wenn es so matschig ist. Pizza mit Käserand. Kommt auf den Käse im Rand an. Kommt auf den Käse im Rand an. Oh, und was auch manchmal sein muss, würde ich auch eher, siehst du, dann kannst du den Pizzaboden auch weglassen. Was manchmal sein muss, ist so eine Pizza mit Champignons, frischen, und dann Gorgonzola dazu. Dann Gorgonzola dazu. Das sind auch so Gelüste, die knapp nach der Pizza Hawaii kommen. Weißt du, so ganz fein gezupft, so ein kleines Riegelchen Gorgonzola auf der Pizza verteilt. Bisschen Knoblauchöl dazu. Und Champignons. Am besten auch noch keine Tomatensauce drunter, sondern einfach nur ein bisschen von dem Knoblauchöl als Basis. Darauf dann die Champignons und den Dings und dann. Ja, ist gut. Ich habe nicht mehr viel, aber ich mache das jetzt leer. Muss ich mir da Neues holen? Aber wir wollten hier was angucken und nicht über Pizza quatschen. Ja. Gut. Dann gehe ich mir jetzt was zu trinken holen. Weil ich dazu genötigt werde. Und über welches Lebensmittel unterhalten wir uns als nächstes? Vielleicht sollte ich in Talk gehen. Machen wir einen Essenstalk. Bis gleich. Tu es. Ich tu es. Ori, 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 jetzt habe ich den Ohrwurm. Ori, 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 ich brauche den Boden nicht knusprig. Ich will die schneiden können und nicht mit einer Flex durchsäbeln müssen, um sie in 12 Teile zu kriegen.
Du kannst sie auch falten und reinbeißen. Schon mal Pizza gefaltet? Oh! Ich bin echt nicht so der Fan von L'Osteria, ne? Aber Frau von Chef hat mich da bei der L'Osteria auch auf eine Pizza gebracht. Ich bin auch eigentlich kein Pizzamensch, aber gerade also habt ihr irgendwie die Lust in mir geweckt. Es ist seltsam. Es gibt da eine, die heißt, glaube ich, Parmigiano. Ganz normaler Pizzaboden, ganz normale Tomatensauce, ganz normale Mozzarella und dann ist da oben drauf Parmesankäse und dünn geschnittene Auberginen. Ja, Crazy Monkey, das habe ich auch gedacht. Einfach Pizzaschere, ab dafür. Macht's viel einfacher. Also normale Pizzabasis mit Käse und Soße und dann Parmesan und Auberginen. Und Auberginen. Auch geil. Na, wir schauen mal, wie der Gabalier sich schlägt, oder? Vielleicht fällt uns gleich noch was anderes zu essen ein, wenn wir hier durch sind. Dann nehme ich euch mit auf meinen Flughafen. Meine Lieblingsfarbe? Warum werde ich hier heute so ausgefragt? Muss ich das sagen? Ansonsten haust du mich? Wegen dem Namen? Ja, oh fuck. Ich mag grün ganz gern. Das wird sonst echt unschön. Okay, grün. Darf ich jetzt weitermachen? Ja, entweder du kaufst dir eine Pizzaschere oder du nimmst einfach eine Schere. Du kannst auch einfach eine Schere nehmen. Irgendeine große. Und dann die Pizza damit durchschneiden. Das muss nicht zwingend eine Pizzaschere sein. Geht auch mit einer normalen. Habe ich schon gemacht, klappt gut. So, Andreas. Okay, meine nicht. Hier werden wieder Kanalpunkte rausgehauen. Oh, ich mag das. Das ist so angenehm. Was? Losti! Warum? Warum, Losti? Was hier los? Was machen Sie da? Vielen lieben Dank für die 5 verschenkten Subs. Was ist passiert? Ich sitze hier doch nur so rum und tue Dinge. Vielen lieben Dank. Sie sind wahnsinnig. Dankeschön. Wie cool. Losti hat dem lieben Martos, dem lieben Vilol, Hiro hat auch ein Abo gekriegt, Apokalypse und Rabau. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, Strese hat aufgepasst. Das müssen 50 sein, damit sie die Zunge wieder rausstreckt. Moment, nein, Moment. Wie hast du das formuliert? Das müssen 50 sein, damit sie was mit der Zunge macht, nicht 5. Noch 45. Ich habe nicht gesagt, dass ich es dann mit der Zunge mache. Ich habe gesagt, dann strecke ich die Zunge nochmal raus. Hoffentlich hat das keiner geklippt. Alles nur Show vom Böhmermann. Echt? Cool. Der hatte mal Stress mit Monte und dann hat er das hier angefangen. Okay. Ja, hier passieren komische Dinge. Meine Friends hier und so, die erzählen komische Dinge. Ich habe eben jemandem die Zunge rausgestreckt, Mann. Und dann wollten die das nochmal sehen. Ich mach mal weiter, ja. Und Pilznille, hi! Furzt sich hier einfach so in den Chat rein, Pilznille. Ich fand's aber ganz okay nur, muss ich sagen. Das wirkte, weil der war zu entspannt. Gabriel war viel zu entspannt, das wirkte voll gestellt, oder? Oder ist der so scheiße entspannt? Ist der so scheiße entspannt? Ich nehme euch mal wieder mit. Drogen, meinst du? Warum sitze ich denn jetzt schon wieder hier so falsch rum?
Warum sitze ich denn jetzt schon wieder hier? Drogen. Sind Sie sich sicher? Ja. Gut, möglich. Möglich ist alles beim Volksrock'n'Roller, hm? Will dem jetzt mal nichts unterstellen, aber... Ja. Ihr seid euch ganz schön oft einig, hm? Außer bei Pizza Hawaii. Ja. Gleich der Chat so voll. Ja. Auch eine Unterhaltung. Ja. Nein! Oh! Da ist einer dagegen. Können Sie das argumentieren? Vielleicht. Oh Gott. Ich hätte eben auch einfach mal mein Geschirr wegbringen können. Aber nein, ich schmeiße es einfach durch die Gegend. Wahrscheinlich. Sind Sie sich sicher? Wieso denn? Es gibt schon ein Video zu dem 7 vs. Wild. Darf man sich das schon angucken? Oh, da ist das The Voice-Ding von der Kleine mit Mockingbird. Das habe ich ja krass gefeiert, ne? Seitdem höre ich dieses Lied rauf und runter. Das würde ich auch gern können. Was die da hinlegt, ne? Ist richtig Hammer. Ich meine, das sind 10 Minuten, aber wollen wir uns das anschauen? Ist auf YouTube, darf ich schauen, oder? Er hätte gern 24 Stunden. Nee, sind nur 8. Ich hatte sowas im Kopf, deswegen frage ich. Was gibt es denn noch so? Ja, habe ich mir gedacht. Nein, vielleicht. Dieses kleine Mädchen, ne? Das hat mich echt gekriegt mit dem Lied. Ach so. Nilmo! Hallöchen! So, ich guck mal gerade, ob ich mir noch irgendwas... Nilmo? Ich guck mal gerade, ob ich mir noch was reinziehen kann. Oder ob ich schlafen gehe. Lol. Ja, Mann. Aber wenn du so winkst, dann muss ich doch Hallo sagen. Nochmal. Wer winkt, hat ein Hallo verdient. Hallo, wer ist da? Genau. Du hast gewunken, sehe ich auch so. Was war denn das? Wie hieß denn der nochmal? Sebastian Blub, der so Zeug nachgekocht hat? Zusammengerührt hat?
aus dem Fortnite-Log zurückmelden. Fortnite-Log? Ich könnte auch eine Runde ballern, ne? Huh? Ich auch. Ja, ja, ist klar. Der Besseresser war das. Der Lege ist es doch. Psst. Was gibt es denn? Vor einem Monat. Kekskrawall, Milchreismogler, Stapelstoß, was? Der entlarvt Pringles, Joghurtjäger. Lakritzschnecken. Dominosteine. Tote Oma. Nachos mit Käsesoße. Ja, ich weiß, da steht einer voll auf Fortnite. Foodfather. Nachos. Nachos? Echt? Ich weiß nicht, ob ich das schon gesehen habe mit den Nachos. Wok-Weltmeister. Flammkuchen. Haribo-Hinterhalt. Du hättest Bock, ja? Du hättest jetzt Bock auf Nachos. Ich hab keine da. Ich hab leider keine da. Linsenchips hat er auch gemacht. Und das ist auch die schwarze Windel vom Stresel. Bistro, da unten. Da unten ist es doch. Da. Schafft er Nachos mit Käsesoße? Mist! Mist! Dann geh doch zu Netto! Nur 45, 5 habe ich ja schon bekommen. Nacho Neuland. Ladies and Gentlemen, Nacho Neuland. Sebastian soll Tortilla-Chips und Käsesoße selber machen. Käsesoße. Käsesoße und Nachos? Wäre jetzt auch was. Wäre jetzt auch was für mich. Bin ich ehrlich. Ich hab mal so eine geile Chili-Cheese-Soße selber gemacht. Das war cool. Und eine Bacon-Zwiebel-Marmelade. Die war der Shit. Warum denn nicht, Nemo? Ich mag Essen. Wir haben eben über Pizza geredet. Die was? Die Nachos würdest du da essen, wo du die Ananas essen würdest? Sehr gerne sogar. Es ist noch vor Mitternacht. Ist es nicht. Scheiße, wie ist das denn passiert? Okay, der Epic Win vor Mitternacht ist raus, ist durch. Gibt's nicht mehr. Oder hattet ihr einen Epic Win, bevor ihr hier reingekommen seid? Aus eurem Glück. Ich stehe halt auf Essen. Aber Leute, ich glaube, ich muss auch gleich schlafen gehen. Ich habe morgen einen Termin für Mietvertrag. Mietvertrag für die neue Bude. Das ist ein Epic Solo-Win heute Nachmittag. Ja, Nilmo. GG. GG, Nilmo. Deswegen gucken wir uns jetzt noch, weil ihr alle so rumgeheult habt. Gucken wir uns jetzt noch an, wie Sebastian Tortillas macht. Gleich einen aufs Maul. Yeah. Ich nehme mich wieder... Ganz viele Herzchen. Ich nehme mich wieder mit rüber.
Wieso? Wieso klaut es mir bei diesem Wechsel das Mikro? Kann mir das einer sagen? Kann mir das einer sagen? Ich muss gleich mal in den automatischen Szenenwechsel reingucken. Nein, es ist ein Geheimnis, ja? Dankeschön. Ich danke dir für deine Hilfe. Wir gucken uns an, wie der Gute versucht, Tortilla-Chips mit Käsesoße selber zu machen. Ich glaube nicht, dass das so schwer ist, wenn ich ehrlich bin. Du vermutest was? Ja, in dem automatischen Szenenwechsel wird was falsch eingestellt sein. Der zieht mir nämlich den, zieht mir den Regler runter. Das vermute ich auch, deswegen gucke ich mir das nachher an. Aber wir gucken uns jetzt das hier an und danach mache ich den Stream aus, gucke mir das andere an und dann gehe ich schlafen. Plan für heute. Dann 9 Uhr Wohnung. Noch gucken, was der Vormieter mit den Möbeln will. No. No. Noch gucken, was der Vormieter mit den Möbeln will. Und dann werde ich wahrscheinlich, bis ich mit Hu Karaoke mache, streamen. Sehr wahrscheinlich Hogwarts. Weil Bock und so. Das letzte Mal war viel zu kurz. Let's go. Ladies and Gentlemen, welcome! It's Challenge Time! Welcome! Flo kommt gleich um die Ecke. Und freut sich wieder, mir ein Produkt zu kredenzen und in der Hoffnung zu schwelgen, ich kann es nicht nachbauen. Ich werde es analysieren, Zutaten festlegen, wie immer locker, flockig. Gleich eins aufs Maul. Dankeschön. Wenn du willst, gebe ich dir auch gleich eins aufs Maul. Dankeschön für den Follow. Das Hemd hat echt was von Leberwurst, Nemo. Oder sind das Ärsche? Das sieht auf jeden Fall seltsam aus. Und was ich im Vorfeld schon weiß, es wird super einfach. Er hatte Corona und schmeckt nichts mehr. Ich kann reinmachen, was ich will. Dumm das? Ob er es schafft? Na, garantiert schafft er das. Nachos sind nicht schwer, Käsesoße ist auch nicht schwer. Also lass bitte. Die Spiele beginnen. Dürfte ich vielleicht kurz durch? Was ist denn los auf meinem Platz? Yuki, vielen lieben Dank für dein Follow. Dankeschön. Wie wollen Sie die Kiste aufmachen? Ich habe Ihnen ein bisschen was mitgebracht. Ach, garantiert ist was Süßes zum Backen, was zum Nachmachen. Bestimmt wieder total. Und Schokolade und was zum Spielen und. Das ist spontan keine Idee. Wirklich nicht? Mit Schokolade und was zum Spielen und Dings. Und Dings halt. Und mit Spannung, ja. Ich hab die Spannung vergessen. Die Spannung in den Mittelfingern. Was haben wir vor uns, Sebastian? Tortilla-Chips. Mit? Käsedip. Das sieht auf den ersten Blick leicht aus. Aber du machst mir die Tortillas from scratch. Und du hast es gerade schon angesprochen. Ich schmecke zurzeit relativ wenig. Es geht mir vor allem um Texturen. Heute ist mir wichtig. Warte doch mal. Nee, ich bin voll im Flow, voll Bock. Ich weiß jetzt schon, wie die Kiste ist. Voll drin. Das ist voll drin. Wann habe ich verloren? Naja, also. Wann? Ein oder andere. Ja, also. Bitte? Ich würde mal sagen, deine Marshmallows haben dich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Soll ich dir mal was sagen? Dieses hier sind keine Marshmallows. Ei. Die sauren Pommes? Nee, das ist voll in die Hose gegangen. Die Rezeptur stimmt gar nicht. Die UFOs waren auch furchtbar. Wann? Ich würde mal sagen, was ist denn dein Go-To-Kinosnack? Hallöchen. Super. Ja? Hi, die Lillion King. Ja, ich glaube, das war richtig. Dankeschön für dein Follow. Hi. Popcorn? Wenn du gemischt, Süß und Salz. Moment, habe ich es wirklich verkackt? Wie? Lillion King. Das war richtig. Wirklich? Ja, geil. Nee. Was ist eure Lieblingspopcorn-Sorte? Und seid ihr... Was ist eure Lieblingspopcorn-Sorte? Den davor.
Das ist eure Lieblingspopcorn-Sorte. Ich bin halt so eine Süße, ne? Wobei, ein bisschen salzig darf bei Karamell auch mit dabei sein. Ein bisschen salzig darf auch dabei sein. Du bist auch so ein Süßer. Ja, ja, ich weiß schon. Sehr süß. Erzählen Sie mir mehr. Wobei, so ein bisschen Salz ist schon nicht schlecht. Deswegen geile Salzkaramellsoße. Ich sollte Werbung dafür machen. Aber ich arbeite schon für den Laden, also... Süß, ja. Ich habe halt noch nicht so oft salziges Popcorn gehabt. Und wenn ich salzig will, brauche ich eher Chips, weißt du, dass sie so ein bisschen knuspriger sind. Aber ja, ich bin Team Popcorn. Scha-scha-scha. Hallo Universum. Ja, was haben wir denn da? Scha-scha-scha. Schu-schu-schu-ru. Ich glaube, ich nenne Jess von jetzt an Du-ru-ru. Ach, süß. Wie süß. Scha-scha-scha. Schu-schu-schu. Wie schön. Wie schön. Hast du die Folge auch geguckt, Stresia? Ich muss mir doch die neuen angucken. Da gibt's doch jetzt zwei neue mittlerweile, oder? Scha-scha-scha. Schu-schu-schu. Strese, Popcorn. Ich lieb's, freue mich auf... Kommt morgen eine neue raus? Beides. Beides. Donnerstag, okay. Okay, Donnerstag. Musst du auch noch schauen? Wo bist du denn hängen geblieben, Losti? In Massen. Okay, Hauptsache Popcorn in Massen. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, Team Tortilla Chips oder Team Popcorn. Was hast du denn jetzt schon aufgeschrieben? Team Popcorn. Definitiv Team Popcorn. So ein Eimer. So ein Eimer, ich sag's euch. Wenn ich allein im Kino bin, so ein Eimer für mich alleine. Ja, ich weiß, dass du LOL noch schauen musst. Ich dachte, du hast schon... Musst du... Egal. LOL. Tortilla Maismehl. Palmfett habe ich denen geschrieben. Okay. Jalapenos. Chili. Aha. Koriander. Aha. Kumin. Wirklich? Das ist in der Gewürzmischung drin, ne? Ja, Beta-Carotin, Gefahrunterstützung. Ich habe mir zu Hause ein ganzes Tortilla-Setup letztens gekauft und habe diese Soft-Tacos auch gemacht. Erinnert ihr euch noch an die Ketchup-Scheiben? Ich habe gerade so ein Ketchup-Scheiben-Déjà-vu. Ich habe in dem Unternehmen gearbeitet als Produktentwickler, wo dieses Produkt auf so einen Burger gekommen ist. Das ist kein Scherz. Ach du Scheiße, ey. Warum komme ich immer im falschen Moment mit diesen Produkten an? Aber ich meine, ich habe nichts gewonnen hier. Also das hier ist auf alle Fälle eine Fettsoße mit Käsegeschmack. Stärke müsste ich hier haben. Hier, guck mal, hier sind noch so Paprikastückchen drin. Ne? Guck mal, ich brauche noch Tomatenpulver. Ah, und Käsepulver brauche ich auch. Aber warum ist also das? Also dafür, dass da so ein einfaches Produkt ist, klar. Sind das ganz schön viele Zutaten. Okay, also du bist schon wieder sehr überzeugt von mir. Du hast dir dieses Set gekauft, du kennst alle Zutaten. Wir müssen das Level jetzt aber ein bisschen erhöhen. Das reicht mir nicht mehr, die Sachen so aus dem Ärmel zu schütteln. Nee, ne? Ich mache jetzt mal einen zweiten Gang. Sport oder erstmal normal? Erstmal Eco. Eco, zweiter Gang. Ja, okay. Ja. Sport, brauchen wir noch ein paar Jahre für. Du kannst das gerne schon jetzt machen, also ich würde es freuen. Dann kann ich auch mal was Qualitatives essen. Bist du fertig? Ja, komm mal. Komm, dann, pst. Ja, warte. Ich habe keine Ahnung, wieso es ein bisschen asynchron ist. Keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich muss dann aber wieder raus. Ja. Viel Spaß. Das ist so einfach, oder? Einen kleinen Kino-Snack basteln. Lala, lala, Movie Star. Ah! Captain Movie Star! So, mein Lieber. Jo, die zwei bei der Karaoke sehe ich, oder? Sehe ich. Ich glaube, das wird der Blockbuster des Jahrzehnts. Du, wie du Tortilla-Chips und eine Käsesoße machst. Ist, glaube ich, jetzt alles da? Lass mich noch einmal kurz durchgehen. Geh doch einfach, ich fange jetzt schon an. Ach, der Lärm. Zack, hier, Maismehl hier rein. Das ist mir zu viel. Weißt du, du bist auch nie mehr flexibel genug. Ah, Paprika. Maismehl. Also erstmal brauche ich das Maismehl. Spezielles Maismehl, weißes Maismehl. So, dann brauchen wir ein bisschen Salz. Ein paar Gewürze habe ich doch schon mal. Aber sind denn da schon Gewürze im Teig drin? Normal ist das doch einfach nur eine Mischung, mit der die überzogen werden, oder? Eigentlich schon. Ach, der schmeckt ja eh nichts. So geil. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Es gibt aber nur Tortilla-Chips. Oh.
Das Problem gibt es öfter. Oh, schade. Ja, wir fummeln heute nicht mehr. Tut mir leid. Wir können das mal anders fummeln. Hast du recht. Regel Nummer 1, immer die Trockenzutaten miteinander vermengen, ne? Also die Tortilla-Mehl ist eine Maissorte und es ist wirklich nur der weiße Kern. Der ist sehr eiweißreich und deswegen muss man nichts dazu geben, außer ein bisschen warmes Wasser. Weil das klebt. Dann werden die Dinger frittiert und fertig. Nebenbei mache ich die Käsesoße. Wo ist denn das Problem? Wo ist denn das Problem? Wenn der Flo da mal steht, der kann gerade ein bisschen über den Tresen gucken im Kino. Hallo, ich hätte gerne ein Barbie-Nü. Ja, bei mir reicht auch die Kindertüte. So, pass auf, ein bisschen warmes Wasser. Ich glaube, das sehr süß. Sehr, sehr süß. Das warme Wasser sorgt dafür, dass das Eiweiß im Produkt bindet. Dadurch haben wir eine schöne Elastizität und der Teig lässt sich wunderbar verarbeiten, in kleine Dreiecke schneiden und fertig. Ja, das ist mir auch irgendwie ein bisschen langweilig. Ich mache mir einfach orangenes Wasser mit den Beta-Carotin-Kapseln. Weißt du, ich sage, mit Beta-Carotin bringen die mir irgendwelche Reformhaus, so Reformhaus-Zeugs mit. Das ist gleich soweit fertig. Ich brauche gleich nur einen großen Topf zum Frittieren. Tortillas sind ja nichts anderes wie frittierte Taco-Stückchen. Die werden wir ein bisschen rot färben. Machen nachher noch ein bisschen Paprika drumherum. Dann sehen sie aus wie die Dinger aus dem Kino. Perfekt. So, noch ein bisschen dazu. Hat schon eine schöne Farbe. Perfekt. Gas machen wir aus. Ja, musst du doch gleich mal kneten von Hand. Das muss ein schöner, homogener Teig werden. Ja, Farbe ist schon mal sehr gut. Da können wir gleich kleine Kugeln von formen. Und Vorteil hat kein Gluten, ne? Der hat schon eine wunderbare Bindung. Der reicht. Man denkt, der ist ja richtig krümelig. Aber der ist genau richtig. Da muss man jetzt noch ein bisschen kneten. Das ist doch schön. Eben, um die Stärke daraus zu kriegen. Und damit man nachher nicht sagen kann, der Lege, der macht ja mit Flo eine Challenge und der schmeckt nicht. Wir lassen das Team nachher aufgucken. Der hat es drauf angelegt. Rotes Wasser! Aber das auszurollen ist schon ätzend, glaube ich. So, müssen wir noch die Jalapenos packen? Ich war noch nicht in Mexiko, leider. Hat er zwar einen Teig, aber den muss er auch noch ausrollen, ne? Da sehe ich eher so das Problem. Würde gerne mal. Mexiko, Bucketlist, auf alle Fälle. Mexiko! Oh, das wird richtig gut. Das wird gut hier. Ja? Das ist wirklich Käse. Ja. So ein Teigslappen muss schon sein, wenn man so einen Teig hat, oder? Ich habe Cheddar bestellt, habe Gouda bekommen. Ja, das sind so eine Art Sabotageversuche, die der Flo immer wieder versucht. Aber das schockt mich jetzt wirklich. Ja, Weintraubenschorle, das ist der Lege, der Tortilla-Chips macht. Moin. Das ist der Lege, der Tortilla-Chips mit Käsesoße macht. Natürlich auch nicht, ne? Hier, Käserinde nie wegschmeißen. Kann man einen Fond von kochen und ist super natürlich Geschmacksverstärker. Kann man nicht sowas wie Milchpulver Käsefond. Bestimmt. Für den Geschmack kann ich ein bisschen Zwiebelpulver noch anmachen. Knoblauchpulver ist auch gut. Ein Kaliumsorbat. Nimm noch ein bisschen gelbe Farbe mit rein, falls mir das nicht gelb genug wird. Wir haben ja immer noch ein bisschen was kein Cheddar mehr, ne? In unserer Challenge-Hütte. Ich kann mir gleich schon mal ein bisschen Frittierfett in den Topf packen, weil das wird ja auf alle Fälle hier die schnellste Challenge aller Zeiten. Also ein Stärkegenuss ist immer ganz wichtig, weil darauf kann ich nachher alles hinkonditionieren. Aha. So. Bisschen Stärke. Perfekt. Wie groß soll dein Rührdingsi sein? Ja. In dem kleinen Scheißteil rührt ihr damit so einem riesen Schneebesen rum. Können wir schon mal ein bisschen reinhauen. Wir brauchen ja schon mal so eine Grundbindung. Nachher gehe ich da nochmal einen Pürierstab rein. Das kriegt doch langsam schon dieses gelbliche Pürierfett. Das nenne ich mal Frittierfett hier. Jo. Ja, es geht aber hier schnell, Kinders. Er wird nicht lange gefackelt. Braucht er doch so, nicht komplett, jetzt ist oder? Wirklich wichtig, die richtige Viskosität zu treffen. Das muss cheesy sein, aber das zieht ja eigentlich so gar keine Fäden. Und dafür muss es mal richtig kochen. Ölpulver. Ja, auch ein bisschen reinmachen. Immer gut für den Geschmack, ne? Ja, Mann. Ganz ordentlich Knofi, ne? Paprika will ich mit reingeben. Jo. Ah, jetzt kommen wir schon langsam dahin. Aber ich glaube, ich... Ja gut, wenn du den ganzen Riegel futterst, ne? Dann ist klar, dass das nicht so ganz gesund ist, Weintraubenschorle. Ich benötige noch so eine Beta-Carotin-Kapsel. Kleiner Tipp, ne? Das sind wieder wirklich normale Kapseln zum Einnehmen. Wenn ihr Probleme mit der Sonne habt, ein paar vom Urlaub und ihr verbrennt es schon. Das sieht doch hier schon langsam ganz nice aus. Bisschen Stärke noch.
Warum ist das so bitter? Da ist irgendwas mit dem Beta-Carotin, Leute. Scheiße. Gut, der schmeckt ja eh nicht. Der muss so gut aussehen. Hauen wir noch ein bisschen mehr Süßmolkepulver hinter. Ja, aber die Farbe passt mir überhaupt noch nicht. Das ist ja so quietschig, cheddarig, gelb. Mhm. Ja, das ist die Käsefarbe, die wir brauchen. Maisstärke, okay. Nix geht ohne Dextrose. So, das sieht schon mal von der Farbe richtig gut aus. Ich hau da noch ein bisschen Hartkäse rein. Oh, Parmesan, Parmesan. Wobei, ich glaube nicht, dass es Parmesan ist. Das wird irgendein günstigerer Hartkäse sein. Da haben wir schon ein bisschen Käsegeschmack. Oh mein Gott, wie ich zum Ziel komme, ist ja egal, oder? Das soll irgendwie eine gelbe Soße sein, die nach Käse schmeckt. Und ich sag mal so, wie wird nach Käse schmecken? Und bitter, hat er eben gesagt. Das wird nicht so geil. Leuchtgigant. Können wir auch den Käse dazu knallen? Der Käse für die Konse? Weil so ein junger Gauder, der gibt dir nicht so viel Geschmack ab jetzt. Boah, die ist so bitter, ne? Weil das wird ja auf alle Fälle hier die schnellste Challenge aller Zeiten. Bitten die noch ein bisschen mehr ab. Und jetzt kriegen wir auch den Glanz da rein. Jetzt sieht das immer mehr aus wie so eine, kann man das Käsesoße nennen, ne? Eine gelbe Plempe mit ein bisschen Käsegeschmack. Ja, und bitter. Oh nee, warum ist das so bitter? Da ist irgendwas mit dem Beta-Carotin, Leute. Perfekt. Wenn die jetzt noch abkühlt. Perfekt. Oh, hoffentlich kriege ich hier gleich keinen mit gewischt, aber mein Gott. Versicherung zahlt, ne? Versicherung zahlt nur, wenn sie mit Käsekuchen bestochen wurde, haben wir gelernt eben. Ah, die sieht doch genauso schön gelb aus. Und jetzt? Ja, aber die ist zu flüssig. Schön Palmfett rein. Vielleicht stabilisieren wir die ganze Kiste. Und jetzt hier rauf. Palmfett. Die ist aber zu flüssig. Zu wenig. Ah, und jetzt kriege ich die diesen Glanz. Aber die ist zu flüssig. Die müsste jetzt ab. Weisheiten, ein bisschen Käse noch dazu, dann ist sie käsiger. Mir ist es eigentlich egal, ob es käsiger wird oder nicht, aber ein bisschen Käse noch dazu bin ich immer dabei. Eigentlich, wenn sie nachher abgekühlt ist, perfekt sein. Das, was ich ja bekomme, war ja auch kalt. Ich glaube, die ist zu flüssig. Und nicht so warm wie die aus dem Kino. Die kommt ja aus dem Automaten, die wird ja mal wieder gewärmt. Mhm. Der Teig hat wunderbar geruht. Mhm. Ja, 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 der ist richtig schön. Der Teig. Das ist ja auch eine Soße, Nilmo, du sollst es nicht trinken. Du sollst es nicht wie ein Shake trinken. Also die Konsistenz und die Farbe ist meine Eins, ne? So, Jalapenos und ein paar Paprikastückchen waren auch dabei. Ne, hat Palmfett reingepackt noch. Stärke ist schon drin. Das ist gerade aber Palmfett. Für den Glanz. Die schneide ich hier noch schön rein. Das gibt den gewissen Kick. Mega. Die kommen da rein. Ein bisschen geschälte Paprika. Ja, der ganze Topf ist nur Fett. Fett und Stärke. Fett und Stärke. Umfüllen, umrühren und Sieg einfahren, ne? Das reicht. Soße ist fertig. Nimm hier zwei schöne Schalen. Da packen wir sie rein. Zwei schöne Schalen. Zack, fertig. Dann lasse ich die abkühlen. Soße dann fertig. Das ganze Palmenfett. Ja, das reicht für die ganze Schulklasse. Fertig. Soße wäre gemacht. So, kommen wir zu unseren Tortillasi. Voila, Nacho Chips. Erstmal einen kleinen Test. Oh, okay. Alles klar. Oh. Ja. Oh no. Echt? Ne? Ernsthaft? Das war, wenn man sie extra dünn haben will. Müssen wir gleich. Das ist, hat sie jetzt das Ding zerstört? Gleich mit brutaler Gewalt ran. Naja, sie blute ich. Nein, das kann weitergehen. Ja. Wo ist denn das Problem? Wo ist denn das Problem? Berserker. Zur Not springe ich da rauf. Ist mir auch egal. So, Presse ist kaputt, ich nehme Nudelholz. Fertig. Oh, wow. Viel weiter Spaß. Geht's. Mhm. Das sind ja mal so schöne Dreiecke. Komm, test nochmal. Wie die aus der Fritteuse aussehen. Dick. Oh, die blähen sich natürlich ein bisschen auf. Aber die fallen gleich wieder zusammen. Das ist gar kein Problem. Wo ist das Problem? Dann sind sie halt auch schön kross. Das Öl war nicht heiß genug, deswegen muss ich die gleich nochmal... Hier habe ich mehr Bums drauf. Perfekt. Mhm. Mehr Bums. Mehr Bums fürs Öl. Hm? Die sind einmal zu dick. Mal neue. Aber, wow. Habe ich nicht gesagt. Die sind der zu dick. Der Geschmack ist Bombe. So, geht weiter. Dann habe ich hier eins, zwei. Ja, ja, jetzt sind die richtig heiß. Aber die plustern sich immer noch. Du schon wieder.
Bumsen ist das Wichtigste. Was? Sehr auf. Ach, guck an. Und nun? Ich glaube, ich muss einen anderen Weg gehen. Den muss ich einmal kurz in der Pfanne toasten. So, Pfanne, Pfanne, Pfanne. So, dann probieren wir den vorgebackenen. Und dann brauchen wir den nämlich nur cross frittieren. Ja, das kann funktionieren. Sind wir noch ein bisschen Maismehl. Damit die nicht aufgehen, meint er. Zack. Dann haben wir hier so ein bisschen Rutschi. Einreiben. Ah. Dann kriegen wir gleich richtig mal einen Haufen Tortilla-Chips hin. Nein. Rutschi? Weil das wird ja auf alle Fälle hier die schnellste Challenge aller Zeiten. Nein. Scheint zu laufen. Der Ansatz war gut. Ich muss es besser machen. Aber das sieht hier schon richtig gut aus. Yes. Dann sind die schon ein bisschen trocken. Dann schneide ich die. Ja, bin mal gespannt. Und dann frittiere ich die nur noch. Weil das funktioniert, das weiß ich. Wenn man die Tortilla-Böden hat, die hat man ja eigentlich nur klein geschnitten und frittiert. Diese Chips sind ja entstanden, weil die Tortillas, die am Tag produziert werden, die eigentlich frisch und soft sein sollten. Die hat man zerschnitten und in die Fritteuse gehauen. So. Das muss ich das Ding hier reinkriegen. Yes! Zack. Zack. Ja, das war ein Move, wa? Der Lege, der kann. Da, Watten-Move, ja. Ich glaube, so könnte ich das nicht. Ich kann sowas auch, aber nicht so. And the next. Ich werde nochmal besser, geil. Und die nächste. Das wird gleich eine schöne Portion. Das Produkt ist jetzt komplett abgebunden. Und deswegen plustern die sich nachher nicht mehr so auf. Weil das Wasser ist raus. Das Wasser dehnt sich bei Hitze aus und sorgt dafür, dass dann das Produkt in sich auseinanderzieht. Machen wir noch das letzte. Und das reicht dann für eine Portion. Epa! Ja, die Dinger hier, das kannst du vergessen. So, jetzt habe ich hier noch einen Mörser. Und dann mache ich mir noch schön so eine Gewürzmischung. Jetzt mal ein paar gezeigt dir. Der hat noch keine gezeigt, die jetzt gebraten und frittiert hat. Das lässt er schön fürs Ende offen, huh? So, ein bisschen Käsepulver. Gewürze. Ein paar bisschen getrockneten Koriander. Paprika. Ein bisschen Salz. Mhm. Ordentlich Salz. Jawohl. Ja. Du musst da noch ein bisschen Zucker dranhauen. Bisschen Maltodextrin noch dazu. Ja. Gewürzmische ist auch fertig. Folgendes. Metallschale. Oh, ne, Moment. Gewürzmischung rein. Aber vielleicht ist der zu bröselig. Unser Coating. Dextrose. Vielleicht ist der zu bröselig mit der Nudelmaschine. Möglich. Oh, ich habe am Samstag. Oh, ich habe am Samstag. Tortellini selber gemacht. Das war geil. Von Hand geformte Tortellini. Mit einmal einer Kürbisfüllung und einmal einer Ricotta-Spinat-Walnussfüllung. Gott, waren die geil. Gott, waren die geil. Und die einfach nur so ein bisschen im Topf dann ein bisschen Butter zerlassen, da drin Salbei angebraten und Pinienkerne reingeworfen und die dann da drin geschwenkt. Alter Verwalter, war das geil. Rose, Käsepulver, Paprika. Nein, es blähen sich immer noch welche auf, aber ich suche die schönste raus. Doch. Fertig. So. So, einfach mal rein in die Mische. Die Tortilla-Chips. Soße ist fertig, Chips sind fertig. Der Kinoabend mit Flo kann kommen. Genug für Flo, ja. Movistar. Da, da, da. We are so think you movie. Movie. Aha. 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 Spannend. Also aus mehreren Gründen spannend. Das sieht schon. Endlich mal wieder ein Produkt, was irgendwie auch geil ist. Also hoffe ich mal. Dafür, dass du weißes Maismehl wolltest, sind sie ganz schön dunkel geworden. Ja, ich habe schon Paprika eingefärbt. Ich hätte das nachträglich mit Paprika berieseln müssen. Das ist mir aber auch später aufgefallen. Dann hatte ich auch nicht mehr so viel Zeit. Aber die Soße ist top. Zwar in die Farbe, aber geschmacklich. Ja. Also wonach suche ich? Nach dem Crunch bei den Chips und bei den Fäden im Käse. Was für eine Fäden? Das ist halt so sämig zu. Also, ja, aber ganz ehrlich, wo sind denn keine hier Fäden. Die Fäden? Da ist ja der Faden. Das sind keine Fäden. Den suche ich. Also wie immer, erstes Original. Das sind keine Fäden. Käsesoße zieht keine Fäden. Zumindest keine Nacho-Käsesoße. Final. Muss nicht.
Solide. Du schmeckst eh nichts. Wie Geschmacksverstärker, dass da halt irgendwie oben drauf ist. Das Salz, Paprika. Mhm. Ja, Nilmo, das ist das richtige Wort. Er sucht die Schlotze. Weil Schlotze ist das wie Stich. Das ist... Okay. Weil manche sind ganz schön aufgepustet. Auch nicht ganz Sinn der Übung. Möchte ich jetzt aber gar nicht sagen. Ich leg das mal gönnerhaft, ich bin zur Seite, weil hier hat er ja einen. Der Crunch ist da. Der Crunch ist da. Auch genauso salzig wie das Original. Und jetzt die Soße. Die soll ja Fäden ziehen. Mhm, soll sie nicht. Ein Ticken dicker. Ein Ticken heller. Und bitter. Aber die Konsistenz, mein Freund. Boah, das ist salzig alles. Boah! Das soll ja salzig sein, damit man im besten Fall nochmal mitten im Film rausrennt und nochmal eine Cola nachkauft, oder? Aber ich finde geschmacklich die Käse sind relativ nah dran. Also, ich finde auch. So ein, zwei Punkte würde ich abziehen. Die Farben stimmen nicht ganz. Ticken zu hell, ticken zu dunkel. Mhm. Wie gesagt, die Konsistenz könnte noch so ein bisschen kaugummiartiger sein. Stimmt. Aber ich bin... Wer will denn kaugummiartige Käsesoße haben? Sehr positiv überrascht. Die sind genauso crunchy, wie ich das erwartet habe. Ein Ticken zu salzig. Aber für mich... Challenge gewonnen. Yay! Hat er gut gemacht. So gnädig bist du heute. Ich muss das auch anerkennen. Mega. Ja, ich bin ein großer Sportsmann. Leute, ich liebe ihn wirklich. Ich freue mich jedes Mal auf diese Challenge. Und wenn ihr ihn genauso liebt und mit mir auch klarkommt, dann gibt es hier noch ein paar Minions mehr. Minions mehr. Ich bin noch zwei, drei Minions. Minions. Ich schmeiß dich auch durch die Scheibe, das weißt du, oder? Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Nee, wir mögen uns wirklich und ich habe ihn tierisch lieb. Wir telefonieren vorher immer und freuen uns, wenn wir wieder eine Challenge machen dürfen. Und wenn ihr sagt, wow, die beiden haben schön einen am Helm, aber es unterhält mich wunderbar, dann gibt es hier noch mehr Videos. Und hier bitte drücken zum Abonnieren. Hallo, am besten noch mit Alarm, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, wenn wir ein Video haben. Was? Ja. Jungs, entspannt euch. Ich gehe gleich schlafen. Holy shit. Entspannt euch. Lustrider unterstrich live ist awesome. Serious draft 100 Bits. Losti. Dankeschön. Dankeschön für die 100 Bits. Sind Sie noch wach? Seid ihr alle noch da? Freundlich. Hat er gut gemacht, oder? Hat er echt gut gemacht. Aber Freundlich, ich muss echt pennen gehen. Nein. Ja. Nein. No. Nein. Ich muss schlafen gehen. Ich muss. Ich nehme euch hier mit rüber. Sowas können wir uns öfter angucken, oder? Vielleicht auch mal was mit richtigem Essen, ohne so gequirltes Zusatzzeug da drin. wo bin ich denn? Da bin ich. Was tun wir denn? Oh ja. Wir schicken euch zum lieben Soon. Der Gute macht nämlich Musik. Das tun wir. Und Leute, es war echt schön heute. Wirklich schön. Es macht echt Bock mit euch, muss ich sagen. Muss ich schon sagen. Macht echt. Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit. Wir sehen erst den Abendgruß. Ehe jedes Kind ins Bettchen muss, du hast gewiss noch Zeit. Ich hab keine Zeit. Sandmann, lieber Sandmann, hab nur nicht solche Eil. Dem Abendgruß vom Fernsehfunk lauscht jeden Abend alt und jung, sei unser Gast dabei. Kinder, liebe Kinder, es hat mir Spaß gemacht. Nun schnell ins Bett und schlaft recht schön, dann will auch ich zur Ruhe gehen. Ich wünsch euch gute Nacht. Das, was Losti sagt. Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit. Freunde, es war sehr, sehr schön mit euch. Ich bin jetzt wirklich scheiße müde und vielleicht schaffe ich es ja endlich mal zu pennen. Vielleicht muss ich jetzt jeden Abend bis um 11:30. Ach du Kacke, es ist schon 1 Uhr reacten, damit ich pennen kann. Nein. Nein. Wieso nicht? Sechser-Kombo? Was? Ich bin verwirrt. Wegen Emotes? Was ist hier los? Okay, dann mache ich das halt nicht jeden Abend. Es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön mit euch, Leute.
Ich schiebe euch zum lieben Su Uun. Weil der Gude, der macht gute Musik. Und ich mach morgen auch Musik. Morgen gibt's wieder Karaoke. Ab 18, 19 Uhr. Seid lieb, macht's gut.